Gepäck für ein halbes Jahr. Alles, was Calvin fürs Leben braucht, trägt er ab heute auf dem Rücken. Auch seine Freundin Holly schultert ihren 15-Kilo-Rucksack. Wir treffen die beiden im Südosten der USA, im Bundesstaat Georgia. Hier beginnt das Abenteuer ihres Lebens. Sie verlassen nicht nur ihre Freunde, sondern auch den Luxus der modernen Welt. Denn ab hier wollen sie wandern. Den Appalachian Trail mehr als 2000 Meilen bis nach Maine. Das hat mich total fasziniert. Da gibt es einen Weg, der über 3000 Kilometer entlang der ganzen Ostküste verläuft. Ich dachte nur, wie das wohl wäre, den zu wandern. Wie viele können schon sagen, ich bin den ganzen Appalachian Trail gewandert? Ich habe mich im Leben noch nie wirklich herausgefordert. Jetzt will ich wissen, wie stark ich bin. 6 Monate haben sich Calvin und Holly freigenommen, um diesen weiten Weg zu gehen. Der Appalachian Trail ist einer der längsten Wanderwege der Welt. In der Wildnis des Appalachengebirges führt er durch 14 Bundesstaaten, von Georgia bis nach Maine. 3400 Kilometer. Das ist 4,5-mal die Strecke München-Hamburg. Nur viel bergiger. Mit neuen Schuhen und ungewohntem Rucksack ist für Calvin und Holly die erste Tagesetappe eine Tortur. Trotz des kalten Aprilwindes wird ihnen ganz schön warm. Und für die schönen Aussichten bleibt kaum Zeit. Es geht 12 Kilometer bergauf, auf den Gipfel des über 1000 Meter hohen Springer Mountain. Hier markiert eine Bronzetafel den offiziellen Start des Trails. Der Eintritt in eine ganz eigene Welt. Die erste Lektion über die erstaunlichen Bräuche in dieser Welt gibt uns Manny Sleeps. Das ganze Frühjahr über campt er hier oben und zählt die Wanderer. Eigentlich heißt er Roger, aber nicht auf dem Trail. Fast jeder nennt mich Manny Sleeps und viele kennen meinen richtigen Namen gar nicht. Ich mag Indianergeschichten. Die Indianer haben Reisestrecken danach bemessen, wie oft man auf dem Weg schlafen musste. Ich bin in der Appalachian Trail Richtung Süden gewandert und habe mir ausgerechnet, wie viele Male ich auf dem Weg von Maine nach Georgia schlafen werde. So gab ich mir den Trailnamen Manny Sleeps. Ich war Hufschmied und habe Rennpferde beschlagen. Ein harter Job, aber nicht so hart wie den Appalachian Trail zu wandern. Die meisten Gründe, warum Wanderer abbrechen, haben damit zu tun, dass sie nicht entschlossen genug sind. Nicht der Körper, sondern der Wille ist das Problem. Auch Robert hat sich fest vorgenommen, den ganzen Weg zu gehen. Die meisten brechen auf, um zu lernen, Ballast abzuwerfen, nicht immer nur seelischen. Was den Ex-Soldaten Dan, Robert und die anderen Wanderer verbindet, die Suche nach Selbsterfahrung. Ich möchte mehr über mich selbst rausfinden, weg von allem, raus aus der Stadt, meine Freiheit und die Wildnis genießen. Frei, soweit die Füße tragen. Viel Glück. Am späten Nachmittag erreichen auch Calvin und Holly endlich den Gipfel von Springer Mountain. Ziemlich erschöpft. Aber Manny Sleeps weiß, wie er müde Wanderer ermuntern kann, bevor er sie in sein Büchlein einträgt. What's your first name? Holly. Holly? Yeah. Jetzt ist es offiziell. Calvin und Holly sind als Fernwanderer, sogenannte Thru-Hiker, auf dem Appalachian Trail registriert. Und bei der schönen Aussicht macht es auch nichts, dass der anstrengende Aufstieg zum Startpunkt, genau genommen, noch nicht zählt. Das ist unsere Belohnung. Das war ein harter erster Tag. Ungefähr 14 Kilometer bergauf. Das ist etwa die Strecke, die wir in der ersten Woche täglich wandern wollen. Aber wir kommen aus dem flachen Florida. Hier in den Bergen ist es viel härter. Darauf sind wir gar nicht vorbereitet. I
gladly walk from Georgia all the way to Maine. I would cross the creeks and the mountain peaks in the Appalachian rain. Hier oben in den Appalachen gibt sich bis weit in den April der Winter nicht geschlagen. So muss es am nächsten Tag eben wetterdicht verpackt weitergehen. Calvin und Holly können nur hoffen, dass die teure Ausrüstung, die Schlafsäcke und das Zelt auch bei diesem Schiedwetter trocken hält. Die Frühjahrsniederschläge lassen Flüsse und Bäche ansteigen. Das hat für Calvin und Holly wenigstens den Vorteil, dass auf diesem Abschnitt der Wanderung das Trinkwasser nicht knapp wird. Und der Durst ist groß, bei Tagesetappen zwischen 15 und 30 Kilometern. Nicht überall am Trail ist das Wasser so klar wie hier. Deswegen tragen die Wanderer auch immer etwas im Rucksack, um es zu reinigen. Manche benutzen Chemikalien, manche einen speziellen Filter. Calvin und Holly dagegen haben sich was ganz Neuartiges gekauft. Eine besondere Lampe. Wir wissen zwar nicht genau, wie es funktioniert, aber der Hersteller sagt, dass das ultraviolette Licht das Wasser desinfiziert und die Bakterien abtötet. Das Licht schaltet sich nach einer halben Minute von alleine aus. Dann kann man es trinken. Wir sind so daran gewöhnt, zu Hause einfach den Wasserhahn aufzudrehen. Hier haben wir gelernt, dass du jede Wasserquelle auf dem Weg nutzen musst. Es gibt eben keine Wasserhähne in der Wildnis. Wir haben aber auch festgestellt, dass das Wasser hier besser schmeckt. Die weiße Markierung zeigt deutlich, wo es lang geht. Dafür sorgen Freiwillige der örtlichen Wanderclubs. So müssen sich Calvin und Holly auch bei Schnee wenigstens keine Sorgen machen, sich zu verlaufen. Etwa alle 20 Kilometer finden die Wanderer Schutz in einem Shelter, einer einfachen Holzhütte. Hotels und Herbergen am Weg? Fehlanzeige. Aber nach einem Tag im Schneeregen wird ein einfaches Dach zum Wanderparadies. Zeit fürs Abendessen. Instant-Nudeln sind besonders beliebt. Viel Kohlenhydrate, wenig Gewicht im Rucksack und schnell zubereitet. Essen ist unter Wanderern immer ein Thema, genau wie schmerzende Füße und der schwere Rucksack. Die Lieblingsfrage am Abend: Vermisst du eine frische Pizza? Noch vermisse ich nichts, aber das wird sich ändern. Nicht nur Wanderer sind hungrig. In den Appalachen leben wilde Schwarzbären. Wanderervorräte sind für sie eine Delikatesse. Calvin zeigt uns den Flaschenzug, an dem der Wochenproviant über Nacht bärensicher hängt. Im Zelt könnte er lebensgefährlichen Besuch anlocken. Bären haben eine sehr feine Nase. Na klar denken wir nachts an Bären. Wir versuchen, die Angst zu verdrängen, aber wir sind vorsichtig. Kein Proviant im Zelt aufbewahren, auch keine Zahnpasta. Die Leute sagen, auch der Geruch von Zahnpasta lockt Bären an. Wir sind vorsichtig und hoffen, dass sie nicht zu uns ins Zelt kommen. Auf dem Trail bestimmt die Sonne den Tagesverlauf. Man steht mit ihr auf und geht mit ihr schlafen. Doch trotz Erschöpfung ist es nicht ganz leicht, sofort einzuschlafen. Zu viele unheimliche Geräusche dringen aus der Wildnis ins Zelt. Schleicht sich da nicht doch ein hungriger Bär an? Ist wirklich keine Zahnpasta im Zelt? Doch kein Bär, nur eine Wildschwein-Großfamilie. Und die Tiere haben mehr Angst vor den Wanderern als umgekehrt. Die Nacht wird bitterkalt, 5 Grad minus. Lautstark melden sich die Singvögel bei Sonnenaufgang, als ob sie den durchgefrorenen Calvin auslachten. Diese Vogelstimmen haben schon Antonin Dvorak beeindruckt. Den Gesang des Scharlachtanga nahm der Komponist in sein amerikanisches Streichquartett auf. I just start, you know,
Am Shelter treffen Calvin und Holly die Studentin Carly. Auch sie möchte den ganzen Appalachian Trail wandern. Sie hat kaum Erfahrung mit dem Leben in der Wildnis. Deswegen begleitet sie in den ersten Wochen ihr Freund Nolan. Sie haben im Shelter geschlafen und auch sie können von wilden Tieren berichten. Als ich endlich schlafen konnte, kamen sie. Sie liefen über mein Haar. Ich konnte es richtig fühlen. Das war furchtbar. Mäuse in meinen Haaren. Vielleicht schlafen wir demnächst doch lieber im Zelt. Calvin und Holly steigern jetzt jeden Tag ihre Tageskilometer. Heute nehmen sie eine 16-Kilometer-Etappe in Angriff. Auch der Frühling verjagt den Winter mit immer größeren Schritten. An einem Sonnentag wie diesem öffnen die ersten Blumen des Jahres innerhalb kurzer Zeit ihre Blüten. Auch die ersten Triebe der Bäume lassen schon einen bunten Schimmer ahnen. Nur alle paar Tage kreuzt der Trail eine Straße. Und auch dann liegt die nächste Ortschaft meist viele Kilometer entfernt. Carly und Nolan müssen einkaufen, sind sich aber nicht sicher, in welche Richtung sie trampen sollen. Meist hilft da der Blick in den Wanderführer. Helen ist näher, oder? Aber wir brauchen einen Campingladen für Zeltkleber. Unser Zelt hat ein Loch. Als ich aufwachte, war ich klatschnass. Ich hab's erst gemerkt, als du es mir gesagt hast. Schließlich setzt sich Carly durch. Okay, wir fahren nach Helen. Die meisten Einheimischen wissen, dass die Rucksackträger am Straßenrand vom Trail kommen und gerne mitgenommen werden. Mit volkstümlicher Dauerbeschallung aus Plastiksteinen begrüßt das nachgebaute Alpendörfchen Helen seine Besucher. In den 70ern hatte man hier die Idee, mit deutscher Fachwerkromantik Touristen anzulocken. So gibt es auch das bayerische Restaurant mit original bayerischer Bedienung und original bayerischen Speisen. Dankeschön. Bitteschön. Bis zum nächsten Mal. Nach Feierabend erklärt uns Angie noch ein bisschen den kuriosen Ort. Als Original-Münchnerin ist sie hier eine kleine Berühmtheit. Die haben einen Deutschen gebraucht und dann haben sie mich engagiert. Haben mich gleich eingeflogen von München. Die wollen halt dann halt ein bisschen was wiederkriegen, was sie also von Deutschland vermissen. Meistens Essen. Weil wenn du in Heidelberg stationiert warst oder in Bayern stationiert warst, dann weißt du natürlich, wo du ein gutes Jägerschnitzel kriegen kannst. Und ich arbeite ja in einem Restaurant und da schauen wir dann halt schon, dass wir das alles so machen, wie sie das gewöhnt sind von drüben von Deutschland. Oder wie sie es sich vorstellen. Kleinlich, wer sich hier über die Windmühle wundert. Das ist jetzt der Shop. Der Dirk, dem es gehört, der kommt aus Holland. Und da kannst du alles finden, was du dir vorstellen kannst. Vom Knödelpulver bis zu die Moscherie, bis zu die Kinderüberraschungen, bis zu die Spätzle. Da kriegt man dann auch ein Augustinerbier und ein Erdingerbier. Erdinger. Erdinger. Und Salvatore. Salvatore-Bier. Eine andere Welt. Eigentlich ganz nah am Appalachian Trail, aber in den USA ist zu Fuß gehen nicht angesagt. Schon nach wenigen Tagen sind Calvin und Holly weitergelaufen als der Durchschnittsamerikaner in einem Jahr. Heute besteigen sie Blood Mountain, mit 1360 Metern der höchste Berg auf dem Trail in Georgia. Um Holly ein wenig zu entlasten, trägt Calvin die Wasservorräte. Mittlerweile hat das Paar seinen Takt gefunden und die Verständigung klappt auch ohne Worte. Das Gute an jedem Aufstieg: am Ende wartet der Gipfelausblick. Vermutlich hat der Blood Mountain seinen Namen von einer blutigen Schlacht zwischen Cherokee und Creek-Indianern im 16. Jahrhundert. Für die Cherokee-Indianer war dieser Berg ein heiliger Ort.
ein guter Ort, um über die inneren Motive für diese Wanderung nachzudenken. Für uns ist das ein großes Ereignis. Wir haben unsere Familie, unsere Freunde und unsere Arbeit verlassen. All die Verbindungen zu Hause in Tallahassee in Florida abgebrochen. Wir wollen nach Vermont ziehen, auch ohne diese Wanderung. Aber sie ist symbolisch für uns. Wir wandern nach Norden, anstatt einfach einen Umzugswagen zu bestellen. Meine Vergangenheit liegt hinter mir. Vor mir liegt die Zukunft. Ich wandere in meine Zukunft. Ich weiß nicht, ob ich jemals wegen irgendetwas stolz auf mich war. Aber diese Wanderung, die kann mir keiner mehr nehmen. Egal wie weit wir kommen, hoffentlich bis zum Mount Katahdin. Es wird immer etwas sein, worauf ich stolz sein kann, dass ich mich jeden Tag aufgerafft habe. Und es werden noch viele Tage folgen. Denn trotz aller Anstrengungen haben sie bisher erst 50 Kilometer, weniger als ein 70stel des Weges zurückgelegt. Doch eine wichtige Lektion auf dem Appalachian Trail: in kleinen Etappen denken. Nach dem Abstieg vom Blood Mountain wartet eine besondere Belohnung. Nils Gepp, nach 5 Tagen die erste Einkehr direkt am Trail. Mann, bin ich froh, das zu sehen. Das bedeutet Orangensaft und Cheeseburger. Für die meisten Durchwanderer ist Nils Gepp nach dem Start der erste Kontakt mit der Zivilisation. Das alte Steinhaus stammt aus derselben Zeit wie der Appalachian Trail, der 1937 eröffnet wurde. Viele Wanderer brechen hier ihr Abenteuer ab. Fast alle legen eine ausgiebige Pause ein, auch Carly. Ich verarzte meine Füße mit Klebeband. Die tun verdammt weh. They're hurting me. Using duct tape. Wie im Himmel, alles, was wir brauchen. Treffen wir auch Dan wieder. Wegen seines riesigen Rucksacks trägt er mittlerweile den Trailnamen Sherpa Dan. Ich habe auf meiner Wanderung schon so viel gelernt. Ein bisschen schäme ich mich für diesen riesen Rucksack. Aber was soll's. Um Rucksäcke geht es auch im Outdoor-Shop von Nils Gepp. Seit Jahren sammelt der Chef die Rucksäcke von Appalachian Trail-Durchwanderern. Jeder Rucksack hier hat seine Geschichte. Den zum Beispiel hat dieses Jahr ein Bär zerfetzt. Der Wanderer kreuzte hier auf, weil er einen neuen brauchte. Oder vergangenes Jahr, da gab es einen, dem ein Bär den Rucksack geklaut hatte. Der kam hier rein und sah aus, als ob ihn jemand durchs Gebüsch gezogen hätte. Er sagte nur, ein verdammter Bär hat meinen Rucksack gestohlen. Dann gab er $800 für eine neue Ausrüstung aus, um nach Maine zu kommen. 3 Tage lang hatte der nur einen Müllsack über der Schulter. Jeder Verkäufer in diesem Shop ist den gesamten Trail gewandert. Sie wissen, was man braucht. Holly entscheidet sich für ein leichteres Paar Schuhe. Das Angebot hier ist üppig. Was brauchen wir? Was zu essen? Klopapier? Gepresst, sehr wichtig. Sonnencreme, ja, die hätte ich heute dringend gebraucht. Die Atmosphäre im Laden ist fast familiär. Das Abenteuer Appalachian Trail schweißt zusammen. Es gibt eine gewisse Subkultur auf diesem Trail. Das gibt es sonst nirgendwo. Die Menschen hier sind die freundlichsten Zeitgenossen. Sie helfen dir, wann immer sie können.
Gerade wenn du so weit weg bist von allem, kannst du das gut gebrauchen. 380 Kilometer nördlich von Neils Gap. Hier führt der Trail, der sonst meistens die Wanderer von allen Ortschaften fernhält, mitten durch das kleine Städtchen Hot Springs. In Hot Springs ist man darauf so stolz, dass es sogar Pflastersteine mit dem Trail-Symbol gibt. Und einmal im Jahr lädt Hot Springs zum Trailfest. Bluegrass, die Musik der Landbevölkerung, gehört genauso zu diesem Fest wie Spiele für die Wanderer. Nach mehr als 400 Kilometern auf dem Trail erkennt man die Durchwanderer meist gut an ihren strammen Waden, ihren Bärten und ihren geschundenen Füßen. Auf dem Fest treffen wir auch einen besonderen Gast, Ronja. Ronja ist eine Appenzeller Sennenhündin. Sie und ihr Herrchen Rainer kommen aus Deutschland vom Bodensee. Die zwei liefen 2005 den Appalachian Trail schon einmal. Auch jetzt haben sie sich wieder die ganze Strecke vorgenommen. Ich laufe den Weg. Da gibt es überhaupt keine Frage für mich. Es ist einfach, es ist eine Lebensart. Und es ist das Wandern, es ist das, man steht dann oben und hat dann wieder mal die Möglichkeit oder so. Der Blick ist frei über die ganze Welt. Und dann weiß man eigentlich mal, wie klein da man selber ist und wie unbedeutend. Und ich sehe es selber an mir, vielmehr nimmt man sich so wahnsinnig wichtig und so wichtig ist man gar nicht. Wir sind im Prinzip einfach ein kleines Lichtli. Aber wir sind ein Lichtli, das ist schön. Der Hund ist richtig froh, wenn er auch wieder wandern kann. Wenn es ihm dann zu warm wird, dann mag ich es dann geht er in den Schatten, dann mache ich ein wenig Pause. Ich habe was zum Trinken, rede ein wenig zu. Und dann geht es wieder weiter. Der Hund ist das Wichtigste drumherum. Und wenn es dem gut geht, dann geht es auch mir gut. Ein ehemaliger Durchwanderer hat mit seinen Freunden schottische Tänze einstudiert. Das Fest dient aber auch zum Austausch alter Trailgeschichten. Ich bin ein Fallschirmspringer. Ich bin mit dem Fallschirm auf Springer Mountain gelandet, um meine Wanderung zu starten. Daher mein Trailname, Jumpstart. Und als ich in die Smoky Mountains kam, habe ich vier Deutsche getroffen. Und ich hatte diese kleine Mundharmonika dabei, made in Germany. And I had this little harmonica, which is made in Germany by M. Honer. Und sie hatten auch Mundharmonikas dabei. Und so haben wir zusammen gespielt. Soll ich mal spielen? Shall I play? Aufbruchssignal für Ronja und Rainer. Im Hunderucksack trägt Ronja übrigens ihr Futter. Als The German with the Dog, der Deutsche mit dem Hund, sind die beiden auf dem Trail sehr bekannt. Das liegt vor allem an ihren riesigen Tagesdistanzen von oftmals über 30 Kilometern. Die meisten anderen Wanderer wurden von ihnen schon überholt. Rainers Trailname ist deswegen auch Rhino. Die englische Kurzform von Rhinoceros. Nichts stoppt Rhino auf dem Appalachian Trail. Zu Hause arbeitet Rhino als Zimmermann. Doch immer wenn ihn das Fernweh packt, geht er auf Wanderschaft. Der Trail bietet die Freiheit, günstig zu reisen. Ausgaben hat man fast nur für die Verpflegung. Und jetzt, Ende April, werden auch die Nächte im Zelt oder Shelter langsam wärmer. Zurück zu Calvin und Holly. Sie sind fast zwei Wochen auf dem Weg und über 200 Kilometer gewandert. Kein Gedanke an Abbrechen. Ihre Jobs als Sozialarbeiter vermissen sie beide nicht. Der Appalachian Trail hat sie gepackt.
Sie sind dazu übergegangen, abseits der Shelter ihr Zelt aufzuschlagen. Im Gegensatz zu den meist jüngeren Wanderern ziehen sie die Abgeschiedenheit den Runden am Lagerfeuer vor. Wir sehen uns morgen. Ich bin sicher, ihr überholt uns. Noch ein, zwei Kilometer, dann werden auch sie ihr Zelt aufstellen. Am Shelter lernen wir derweil das Hauptkommunikationsmittel auf dem Trail kennen, die Shelterbücher. Hier werden Nachrichten und Gedanken verewigt. Meine Schwester und ihr Freund, mit denen ich vorher gewandert bin, wissen so, was ich mache, wo ich bin. So kann man mit allen auf dem Trail kommunizieren. Hier hat jemand ein Gedicht geschrieben über den Regen. Man kann reinschreiben, was man möchte. Beim gemeinsamen Abendessen wird es trotz Kälte fast ein bisschen gemütlich. Mittlerweile haben die meisten Wanderer auch einen Trailnamen. Robert, den wir hier auch wieder treffen, ist sich mit seinem Trailnamen allerdings noch nicht so sicher. Wegen des Messers wäre es beinahe Rambo geworden. Dann stand noch Highback zur Wahl, weil mein Proviantsack immer am höchsten hing. Dann Sugarpants, da weiß ich aber gar nicht wieso. Den Typ, der mich so nannte, kann man jetzt leider nicht fragen. Ich heiße jetzt Elwood. Als ich mit einem Freund aus dem Wald kam, fanden die anderen, ich sehe aus wie einer von den Blues Brothers, Jake und Elwood. Meine Schwester gab mir den Trailnamen Rodeo, weil ich zu Hause in Texas mal Rodeo-Maskottchen war. So geht ein ganz normaler Tag auf dem Appalachian Trail zu Ende. Unser Haus für Wanderer. Hier spielt sich alles ab. Ein kleines Haus mit einem riesigen Garten drumherum. Ja, normalerweise schlafe ich links. In den Schlafsäcken können wir leider nicht so viel kuscheln wie sonst, weil jeder seinen eigenen hat. Das Schöne ist, die Schlafsäcke lassen sich zu einem machen. Das machen wir in Nächten, in denen es sehr kalt ist. Und dann kuscheln wir auch. An diesem Morgen haben Calvin und Holly Glück. Washed Up, der Wanderer mit der Gitarre, gibt ein Ständchen. Für ihn bedeutet der Trail Ruhe, um seine Erlebnisse während der Überflutung von New Orleans zu verarbeiten. Jemand gab mir den Namen Washed Up, angespült. Weil ich in New Orleans lebte, als der Hurricane kam, hatte ich die Geschichte erzählt, wie ich bis nach North Carolina gespült wurde. Da meinten sie, ein guter Trailname, Washed Up. Schon der erste Durchwanderer fand 1948 auf dem Weg Erholung von seinen Erlebnissen als Frontsoldat. Und an Tagen wie diesen entfaltet der Trail seine ganze Magie. Diese Magie findet sich plötzlich auch auf einer Lichtung in Form von brutzelnden Burgern, zubereitet und spendiert von ehemaligen Wanderern. Die meisten, die hier die Wanderer verwöhnen, sind vorher selber den Weg gelaufen und wissen, wie toll das ist. Denn wenn du für Tage im Wald bist und alles, was du hast, ist Reis, Schokoladenriegel und Crackers, dann sehnst du dich einfach nach etwas mit viel Kalorien und Fett. Vielen Dank, lecker, das riecht gut. Oh, it smells good too. Ein ganzes Wochenende campt diese Gruppe mitten im Wald nur, um wildfremden Wanderern etwas davon weiterzugeben, was ihnen auf ihrer Wanderung geschenkt wurde.
Nachdem die Bäuche gefüllt und die wichtigsten Wanderabenteuer ausgetauscht sind, zieht es Calvin und Holly wieder weiter gen Norden. Noch immer liegen mehr als 3000 Kilometer vor ihnen. Heute führt sie der Trail über den Fontana-Damm. Die Talsperre staut den Little Tennessee River und ist mit 140 Metern der höchste Damm im Osten der USA. Eine der wenigen Stellen, an der der Trail nicht durch den Wald verläuft und der Blick auf die Berge frei ist. Den Berg müssen wir heute rauf. Ja, so einen nennen wir Wadenbrenner, weil der Aufstieg die Waden zum Brennen bringt. Aber wir besteigen ihn noch heute Nachmittag. Dann brauchen wir das morgen nicht mehr. Der Fontana-Damm ist ein Meilenstein auf unserem Weg. Wir halten immer noch durch, sind immer noch im Zeitplan. Wir fühlen uns gut. Dass wir überhaupt so weit gekommen sind, fühlt sich schon an wie eine große Leistung. Kilometer. Einmal die Strecke Berlin-Hamburg zu Fuß in 15 Tagen. Das ist wirklich eine Leistung. Und doch erst ein Vierzehntel des ganzen Appalachian Trails. Am Eingang zum Great Smoky Mountains Nationalpark verlassen wir die Wanderer. Sie laufen weiter durch die Bundesstaaten North Carolina, Tennessee und Virginia. 2,5 Monate später und 1100 Kilometer weiter nördlich sind wir im Shenandoah Nationalpark wieder auf dem Trail. Als erste Bekannte treffen wir die rothaarige Carly wieder. Diesmal in Begleitung von Beetle, Scatterer und Architect. Mittlerweile ist es heißer Sommer. Der kleine Friedhof im Nationalpark dient den Wanderern als willkommener Rastplatz. Was ist seit April auf dem Trail geschehen? Wir sind schneller geworden. Ich schaffe mehr Kilometer pro Tag. Calvin und Holly haben mich sehr motiviert, weiterzuwandern, nachdem Nolan, mit dem ich ja gestartet war, aufgehört hat. Ich hatte im letzten Monat eigentlich mehr Spaß als am Anfang. Neue Leute treffen, Neues ausprobieren. Jetzt will ich durchhalten. Man weiß zwar nie, was passiert, ob das Geld reicht, ob man sich verletzt, aber ich möchte den ganzen Weg gehen. Auch Carly hat jetzt einen Trailnamen. It is Downtown Venus. Holly und Calvin haben mir den Namen gegeben. Ich habe mal Tennis gespielt im College und da gibt's ja die erfolgreiche Spielerin Venus Williams. Und dann noch wegen eines Songs einer Band, die PM Dawn heißt. Und wir haben herausgefunden, dass es in Florida einen Stripclub namens Downtown Venus gibt. Aber der hat nichts mit meinem Namen zu tun. Ich mache keine Shows in den Sheltern. Das will bestimmt keiner sehen. Ein Waschsalon in Waynesboro, einige Kilometer weiter südlich am Trail. Calvin und Holly machen einen Tag Pause. Zeit, um endlich mal die stinkenden Wandererklamotten sauber zu kriegen. Das ist nicht so einfach. Wir waschen immer alles zweimal. Die Socken von beiden Seiten, um sicherzugehen, dass sie auch sauber werden. Den Luxus frischer Wäsche gibt's nur sehr selten auf dem Trail. Vor allem, wenn man wie Rainer kaum Pausen einlegt. Ronja hat ja ihre eigene Waschmaschine dabei, aber Rainers Socken müssen warten. Heute kommen wir wieder an keinen See, erst morgen. Kein Schwimmen und kein Klamotte waschen. Also ich gehe schon ab und zu, kommt schon in die Waschmaschine dann. Aber so zwischendurch. Du bist dann entweder im Fluss, so einweiche lassen. Daheim würde es jetzt nicht mehr anziehen. Gemeinsam mit Padre, einem katholischen Priester, brechen Ronja und Rainer wieder zu einem ihrer üblichen 40-Kilometer-Tage auf. Ready to hike.
Mit ihrem hohen Tempo haben die beiden in den vergangenen 2 Monaten einen Vorsprung von fast 800 Kilometern vor Carly und ihrer Truppe erwandert. Die lässt dafür aber auch kaum eine Gelegenheit aus, um einzukehren. Wir gehen in die Lodge, okay? Does that seem right? Und hier in der Lodge im Shenandoah Nationalpark bieten sich beste Möglichkeiten, um auszuspannen. Bei vollen Tellern und eiskalten Bieren wird darüber philosophiert, was man während der entbehrungsreichen Zeit auf dem Trail am meisten wertzuschätzen lernt. Wenn du einen Mülleimer siehst, freust du dich immer, ein paar Gramm Müll loszuwerden. Und Essen, Dinge an der Tankstelle, die man sonst nie kaufen würde, willst du jetzt plötzlich haben. Alles Erste schmeckt besser. Das erste Bier, Früchte, die erste Dusche. An die ersten Dinge kannst du dich immer lange erinnern. Es ist ein schwächer werdendes Gefühl. Man merkt hier, dass man vieles nicht für selbstverständlich nehmen darf. Doch sobald man in die normale Welt zurückkehrt, denke ich, verblasst die Wertschätzung. Einige genehmigen sich auf dem Trail auch besondere Genüsse. Kautabak, der sonst eher für Befremden sorgen würde, hier aber irgendwie in das wilde Leben passt. Bringt's das? Ja, man sabbert und spuckt die ganze Nacht. Ich hab's mal ausprobiert. Aber nicht hier, als ich jünger war. Alle hier genießen, dass es auf dem Trail die einzige Verpflichtung ist, das Leben zu genießen und irgendwann weiter zu wandern. Zum Glück gehört zu jeder Wanderer-Ausrüstung heutzutage eine Kopflampe. So kann man notfalls auch mal eine Nacht durchwandern. Heute geht's allerdings nur noch zum nächsten Schlafplatz. In einer Sommernacht wie dieser braucht keiner ein Zelt. Im Morgengrauen tauchen Schwarzbären auf. Eine Mutter mit ihrem Jungtier streicht unbeeindruckt vorbei. Für die schlafenden Wanderer interessieren sich die Bären zum Glück nicht. Beetle, der Frühaufsteher der Gruppe, macht sich erstmal einen Kaffee und plant seine nächsten Tagesdistanzen. "30 Kilometer heute und 30 morgen, dann bin ich raus aus Shenandoah." Bei Wheezy's im Städtchen Waynesboro leisten sich dagegen Calvin und Holly ein Luxusfrühstück. Mit hausgemachten Pfannkuchen, Speck und Würstchen satt, bekämpfen sie den Wandererhunger. 1600 Kilometer sind sie jetzt gewandert und Hunger ist ein ständiger Begleiter. Sehr oft sind meine Augen größer als mein Magen. Dann bestelle ich zu viel und am Ende teile ich es mit Calvin, so wie heute Morgen. Wir essen einfach alles und so viel wir wollen und trotzdem verlieren wir an Gewicht. Bei dem Appetit ist es kein Wunder, dass man bei Wheezy's die Wanderer gerne verpflegt. Wir freuen uns über die Wanderer. Das sind treue Kunden. Wir versuchen ihnen zu helfen, wo es geht. Das ist so toll, was die machen. Wir wünschten, wir könnten das auch. Und die haben einen unglaublichen Appetit. Ich glaube, der Rekord liegt bei 23 Pfannkuchen. Diesen Rekord brechen Calvin und Holly heute nicht. Aber mit 10 Pfannkuchen sind sie auch gut dabei. Im Lager auf dem Trail bricht Beetle derweil schon auf. Kick-It und ihr Freund Castaway lassen sich noch ein wenig Zeit. Die meisten der jungen Wanderer haben sich aus ähnlichen Gründen auf den Trail gemacht. Ich habe gerade das College hinter mir. Ich wollte noch nicht arbeiten. Ich möchte mir darüber klar werden, was ich studieren möchte. Bevor ich das teure Studium bezahle, brauche ich Zeit, darüber nachzudenken. Das Wandern eignet sich sehr gut dafür.
Trotz der guten Vorsätze während der Wanderung über die eigene Zukunft nachzudenken, sind es doch die alltäglichen Probleme wie ausgelatschte Schuhe, die allzu häufig näher liegen. Ich schätze, mit diesen Schuhen waren es schon 600, nein, mehr als 750 Kilometer. Die habe ich aus Hot Springs, das ist mein zweites Paar und sie sind ausgelatscht. Sie fangen an, weh zu tun. Ausgetretene Schuhe, immer dieselben Klamotten aus dem Rucksack und wandern, wandern, wandern. Wie kommen Kickett und Castaway damit zurecht? Besser als vorher. Allerdings. Wir streiten weniger. Wir streiten nur noch übers Essen. Was viel wichtiger ist als die Dinge, über die wir sonst gestritten haben. Hier im Shenandoah Nationalpark bietet der Appalachian Trail den Wanderern besonders schöne Ausblicke. Leider sind Tage wie heute selten geworden. Allzu oft verhängt die Luftverschmutzung aus dem 80 Kilometer entfernten Washington die Sicht. Dabei ist der Park berühmt geworden durch seine Skyline Drive, eine Straße, die nur gebaut wurde, um Autofahrer an die schönsten Aussichtspunkte zu leiten. Hier im Park kann man auch fast sicher sein, wilde Tiere wie diesen Truthahn oder das Weißwedelreh ganz nah zu erleben. Während Carly und ihre Freunde noch die Aussicht genießen, planen unten im Tal Calvin und Holly für ein paar Tage umzusteigen. Hier verläuft der Shenandoah River einige Kilometer parallel zum Appalachian Trail. Im Kanu soll es weitergehen. Nur noch der Wanderstock erinnert daran, dass sie eigentlich Wanderer sind. Das Einzige, was wir nicht vorausgeschickt haben. Unsere Schuhe und Rucksäcke, die haben wir vorausgeschickt. Alles, was nicht unbedingt gebraucht wird. Und nun lassen wir uns treiben. Ganz so einfach ist es mit dem Paddeln aber nicht. Der Fluss ist wild und in Stromschnellen sollte man die Kanutechnik beherrschen. So ist es viel kippeliger. Aber so ist es viel stabiler. Sie sollten knien, wenn sie durch die Stromschnellen paddeln. Dann kentern sie nicht so leicht. Vielen Dank, Carol. War nett, euch zu treffen. Viel Glück für den Rest der Reise. Besonders freuen sich Calvin und Holly über den Extraplatz für Proviant im Kanu. Wir haben Hamburger und Hühnchen zum Grillen. Dann gibt's noch Cola, Frischkäse, Milchprodukte. Wir haben einfach alles. Alles, was im Rucksack verderben würde. Nach 1600 Kilometern zu Fuß, 5 Tage Urlaub vom Wandern. Aber auch mit dem Kanu geht es Richtung Maine immer nach Norden. Denn Calvin und Hollys Abenteuer ist noch nicht zu Ende. 1800 Kilometer liegen noch vor ihnen auf dem Appalachian Trail. This walks for me to find my peace in the Appalachian rain. Die Appalachen, ein langer Gebirgszug an der Ostküste der USA. Hier verläuft der Appalachian Trail, einer der längsten Wanderwege der Welt. Jedes Jahr machen sich etwa 2000 Wanderer auf den Weg durch die Wildnis. Von Georgia im Süden führt der Pfad durch 14 Bundesstaaten über 3400 Kilometer bis nach Maine im Norden. Das ist 4,5-mal die Strecke München-Hamburg, ein halbes Jahr zu Fuß. Etwa auf der Hälfte der Strecke verläuft der Shenandoah River parallel zum Wanderweg. Hier treffen wir in einem Kanu die Wanderer Calvin und Holly. Nach fast 3 Monaten auf dem Trail und über 1300 Kilometern zu Fuß möchten sie einige Tage im Boot ihre Gelenke schonen. Auch wenn das einen Umweg bedeutet. Der Weg von hier nach Front Royal ist nur 160 Kilometer lang. Auf dem Fluss sind es aber 200. Deshalb müssen wir unsere Tagesstrecke erhöhen. Die beiden Sozialarbeiter haben ihre Jobs in Florida gekündigt,
Zelt, Schlafsack und Proviant in den Rucksack gepackt für ihr Abenteuer Appalachian Trail. Im April begann ihre Wanderung. Es sind vor allem die Nähe zur Natur und die Ausblicke von den erwanderten Gipfeln, die die beiden faszinieren und für die Mühsal von 20 und mehr Kilometern täglich belohnen. Mittlerweile ist es Juni und sie sind fast die Hälfte des Weges gewandert. Im kleinen Städtchen Waynesboro lockt der Shenandoah River die beiden ins Kanu. Flussabwärts die Füße hochlegen, so wollen sie die kommenden Kilometer hinter sich bringen. Kanus kommen hier nur selten vorbei, denn ganz so einfach ist es doch nicht, auf dem Shenandoah River zu reisen. Für ein paar Paddler räumt hier niemand umgestürzte Bäume weg. Und Calvin und Holly haben ihre gesamte Ausrüstung im kippeligen Kanu. Fallen Zelt oder Schlafsäcke ins Wasser, wäre das eine mittlere Katastrophe. Mist, mein Schuh! Ich sehe ihn. Kaum ist der Baumstamm überwunden, wartet hinter der nächsten Biegung eine Stromschnelle. Die beiden müssen darauf achten, an den Felsen vorbeizusteuern, weil sie das Kanu leicht zum Kentern bringen. Dieses Hindernis allerdings bedeutet Aussteigen. Um den Staudamm herum führt ein Trampelpfad für Wasserwanderer. Zuerst tragen Calvin und Holly ihr Gepäck, dann das Boot um das Hindernis. Wir sind zwar erfahrene Paddler, naja, nicht wirklich, aber das ist dann doch wohl ein bisschen steil. Nach einer guten Stunde ist alles transportiert und die Reise kann weitergehen. Paddeln kann also genauso anstrengend sein wie Wandern, auch wenn es flussabwärts geht. Zurück auf dem Appalachian Trail. Mehr als 800 Kilometer weiter nördlich treffen wir Rainer mit seiner Begleiterin Ronja. Der Deutsche hat wie fast alle Wanderer hier einen Trailnamen. Er wird Rhino genannt. Im Schnitt liegen die beiden jeden Tag etwa 40 Kilometer zurück. Kein Wunder, dass die Freude groß ist, wenn sie eine der Hütten am Trail fürs Nachtlager erreichen. Hey, oh, long day. Hey, hello. Etwas abseits der Feuerstelle findet sich meist auch ein Örtchen. Das ist mein Toilettenpapier. Das ist wunderbar. Da übers Jahr verteilt mehrere tausend Wanderer hier vorbeikommen, bauen die örtlichen Wanderclubs Plumpsklos, um die Natur zu entlasten. Da sind sie, das ist die Sägespäne drin. Und das tut man dann immer, nachdem man das Geschäft verrichtet hat, auch mit rein, damit ich das viel schneller zersetzen kann. Auf eine Toilette konnte ich nicht gehen, weil eine Klapperschlange davor war. Das war in Pennsylvania und da hätte ich mich jetzt nicht getraut reinzugehen. Die war dann schon ausgewachsen und also armdick. Dann werde ich jetzt mein Geschäft verrichten. Und dann warte ich, gell? Am Lagerfeuer bereitet Padre, wie der katholische Priester auf dem Trail genannt wird, etwas Besonderes vor. Er will ein Brot backen. Schon den ganzen Tag hat er sich beim Wandern überlegt, wie das funktionieren könnte. Das hilft, den Wandertag rumzukriegen, wenn man sich Gedanken über verschiedene Gerichte macht, die man zubereiten kann. Das Lagerfeuer ist eine Allzweckwaffe auf dem Trail. Auf dem heißen Stein will Padre backen. Er genießt wie alle hier die Gemeinschaft unter den Wanderern. Nun ist man gespannt auf sein Brot. Langsam backen. Das Beste für mich hier draußen ist, dass ich einfach ein Wanderer wie die anderen bin.
Es ist, als ob ich Gottes Gegenwart in den Menschen hier erfahre. Mehr noch als in der Natur. Klar, die Sonnenaufgänge sind schön, sogar der Regen und die verschiedenen Tiere. Aber die Menschen, wie sie suchen, fragen, ihre Begeisterung und was sie hier draußen finden, darin sehe ich Gottes Werk. Ob er damit auch die große Begeisterung meint, die hier auf dem Trail ein heißer Stein und etwas Teig in Alufolie hervorrufen? Jedenfalls ist heute Abend sein Brot Gesprächsthema Nummer 1. Schmeckt's? It was worth a try. Den Versuch war's wert. Nicht das Beste, aber gut. Not the best, but it's good. Hier freut man sich über ein einfaches Brot aus Zutaten aus dem Rucksack. Weiter südlich am Shenandoah River haben Calvin und Holly mit dem Kanu ganz andere Möglichkeiten des Transports. Sie bereiten heute Abend Hamburger auf dem Grill und genießen diesen Kanufahrerluxus ausgiebig. Das wird eine tolle Woche. 6 Tage ohne Wandern. Da können sich unsere Körper erholen und wieder in Form kommen. In the beginning, you know, I was crying over 8 miles or 10 miles and going, oh. Am Anfang habe ich wegen 12 oder 16 Kilometer am Tag gejammert. Ich dachte, ich schaffe das nicht, keinen Kilometer weiter. Jetzt müssen wir manchmal 30 Kilometer am Tag laufen und dann sage ich mir, klar, wir können das, 25, 30 Kilometer, kein Problem. Wenn wir einen Tag haben, an dem wir nur 16 Kilometer vor uns haben, brauchen wir erst nach dem Mittagessen zu starten. We only have 10 or 11 miles. We could start after lunch if we wanted to. Jeder findet auf dem Trail so sein eigenes Tempo. Jeder wandert eben seine eigene Wanderung. Rainer und Padre gehören zu denen, die jeden Morgen früh starten und sich mit weniger als 35 Kilometern nicht zufrieden geben. Auch Unterbrechungen in Orten nahe des Trails gönnen sie sich selten. Und um sich mal so richtig den Wandererschweiß von der Haut zu spülen, bieten die Gebirgsseen entlang des Trails Gelegenheit. Die drei nutzen jeden See zum Schwimmen und manchmal auch zum Sockenwaschen. Trotz Sommersonne ist das Wasser hier meist ganz schön kalt. Ein gestauter Gebirgsbach speist diesen See mit klarem Wasser. Das ist ein Bibersee. Der ist hier entstanden, weil Biber einen Damm gebaut haben. Nicht besonders tief. Das wäre ein Sinn, den man es nicht machen würde. Und das ist nichts Schöneres, wenn mit dem Hund zum Schwimmen. Ha, Ronja? Und zum Abschluss der Badeparty gibt Padre noch ein Ständchen auf seiner Indianerflöte. Guter Klang über dem Wasser. Die Flöte ist zwar zusätzliches Gewicht, aber das trage ich gerne.
Und weiter geht's auf dem über 3400 Kilometer langen Appalachian Trail, immer weiter gen Norden. Eine ganz wichtige Station auf der Wanderschaft ist das kleine Städtchen Harpers Ferry. Harpers Ferry markiert nach 1700 Kilometern die Hälfte des Weges. Hier treffen wir Calvin und Holly. Das Kanu haben sie wieder gegen die Wanderschuhe getauscht. Sie folgen auch nicht mehr dem Flusslauf, sondern den weißen Markierungen des Appalachian Trails. Seit 3 Monaten sind sie jetzt auf ihrer Wanderschaft. Das ist schon toll, die Hälfte des Weges geschafft zu haben. Ich habe zwar nie daran gezweifelt, aber jetzt kann ich es kaum glauben. Wir haben 1000 Meilen mit neuen Freunden, Erfahrungen und Abenteuern hinter uns. Ich freue mich auf die nächsten 1000. Aber erstmal können sich die beiden auf eine Pause in Harpers Ferry freuen. Harpers Ferry liegt am Zusammenfluss von Shenandoah und Potomac River. In dem kleinen Städtchen scheiterte 1859 einer der ersten Sklavenaufstände. Im Bürgerkrieg tobte hier eine schwere Schlacht. Um an diese bewegte Geschichte zu erinnern, ist Harpers Ferry heute ein Freilichtmuseum, ein National Historical Park. Und mittendrin erwartet die Appalachian Trail Conservancy ihre Besucher. Die Organisation, die den Trail in Schuss hält, ist Anlaufstation für alle Durchwanderer. Seid ihr Durchwanderer? Kommt ihr von Springer Mountain? Glückwunsch! Willkommen! Ruht euch aus und dann machen wir eure Bilder. Laurie, die beiden empfängt, ist den Trail selber gelaufen und weiß, wie man sich fühlt, die Hälfte geschafft zu haben. Begeisterung darüber, zu Fuß so weit gelaufen zu sein, wie man es sich vorher kaum vorstellen konnte. Den Trail zu wandern gibt dir das Gefühl, alles schaffen zu können, was du dir vorgenommen hast. Der Trail ist so ein gewaltiges Ziel und nur einer von 4, die starten, erreicht dieses Ziel. Also wenn du das Gefühl hast, diese unglaubliche Anstrengung leisten zu können und 6 Monate dabei bleibst, kannst du möglicherweise alles schaffen. Das stärkt und befreit. Beim Wandern denkt man so viel nach, dass sich einem ganz neue Wege eröffnen. Holly amüsiert sich über die Bilder der Mitwanderer, die schon vor ihnen in Harpers Ferry waren. There's Carly. There's Jared. Dave. Nach 3 Monaten auf dem Trail kennt man die meisten, die im selben Jahr unterwegs sind. Auch Rainers und Padres Fotos findet sie im Buch. Eine verschworene Gemeinschaft, trotz unterschiedlichen Tempos. Die sind schon alle vor uns. Auch diese beiden, Kickett und Castaway, hatten ihren Fototermin schon einige Tage vor Calvin und Holly. Springer Mountain ist der Start, Harpers Ferry die Hälfte und Mount Katahdin das Ziel ihres Weges. Jetzt ist es offiziell. Ich hab's geschafft. Ich bin tatsächlich hierher gelaufen. The Appalachian Trail is the adventure of a lifetime. Der Appalachian Trail ist das Abenteuer eines Lebens. Und 6000 Freiwillige von Georgia bis nach Maine arbeiten an ihren freien Tagen daran mit, den Trail zu dem zu machen, was er ist. Und das bedeutet Knochenarbeit. Diese Freiwilligen der Blue and White Crew vom Potomac Appalachian Trail Club arbeiten daran, den Weg gegen Wasserschäden zu sichern. Alles mit Muskelkraft. Denn Benzinmotoren verbietet der Naturschutz auf den meisten Abschnitten des Trails. Wir machen einen Abflusskanal und diese Steine hier sind im Weg.
Wenn das Regenwasser den Trail runterfließt, leitet der Stamm es vom Weg ab. Ohne diese Kanäle würde der Herbstregen den Pfad einfach wegspülen. Viele der Freiwilligen sind den Appalachian Trail selbst gewandert und investieren gerne ihre Freizeit. Ich bin 2000 durchgewandert. Seitdem helfe ich hier, um etwas zurückzugeben. Dieser Fels wird eine Stufe. Auch hier kommt nur Muskelkraft zum Einsatz. Es ist ein tolles Gefühl, ein Teil davon zu sein. Wahrscheinlich werde ich nie den ganzen Trail laufen, aber der Teil, den ich laufe, fühlt sich an, als ob er ein bisschen mir gehört. Schon in den 1930er Jahren, als der Trail angelegt wurde, waren es die Freiwilligen der Wanderclubs, die anpackten. In Harpers Ferry machen sich Calvin und Holly auf die zweite Hälfte ihrer Wanderung. Ich bin bereit für die nächsten Meilen. Hoffentlich schaffen wir es bis zum Ende, bis Katahdin. Ja, Harpers Ferry war ein großer Meilenstein. Eine Tagesetappe von Harpers Ferry entfernt, treffen wir auf diese Gruppe von Wanderern im besten Alter. Mike mit dem Trailnamen Wolfman hat sich nach seiner Scheidung auf die Wanderschaft begeben. Über viele Dinge lässt sich hier draußen einfach besser nachdenken. Lee kommt aus Korea und Kermel mit dem weißen Bart nimmt sich eine Auszeit vom anstrengenden Leben als Kleinunternehmer. Die Gruppe lässt es heute Morgen ruhig angehen, packt noch zusammen, während Calvin und Holly schon abmarschbereit sind. Die Männer genießen die Freiheit. Hiernach habe ich lange gesucht. Ich liebe jeden Tag hier. Endlich habe ich Frieden gefunden. Ich weiß nicht, wie man dieses Leben hier nicht genießen kann. Hier gibt es eine Freiheit, die man mit all den Ablenkungen zu Hause nie erreicht. Allein die Elektrizität hält dich ab. Der ganze Krach, Autos, Lastwagen und die Menschen. Einfach mal raus aus der Tretmühle. Das ist eine Tretmühle da draußen. Die Menschen kommen und gehen. Du triffst sie auf der Straße und sie haben nichts in ihren Augen. Jeder, den du hier triffst, ist voll mit Leben. Es sind auch Gespräche wie diese, die den Trail so besonders machen. Calvin allerdings drängt zum Aufbruch. Er will heute noch mindestens 30 Kilometer schaffen. Schließlich liegen ja noch 1700 vor ihnen. Mittlerweile ist es Anfang Juli. Wir verlassen die Wanderer für 2,5 Monate, um 1400 Kilometer weiter nördlich im September in Neuengland wieder auf den Trail zu stoßen. Hier ist es jetzt auch am Tag oft schon empfindlich kalt. Vor allem dort, wo der Trail wie hier am Mount Washington über die Baumgrenze führt. In Neuengland wird der Trail noch einmal richtig mühsam. Am berüchtigten Mahusog Arm treffen wir Wolfman wieder. Er ist jetzt alleine unterwegs. Seine Freunde haben schon vor Wochen aufgegeben. Das geht bergauf, fast senkrecht. Auch an Wolfman nagen jetzt Zweifel, ob er sich diese Plackerei weiter antun will.
Erst mal eine Pause mit frischem Quellwasser. It's cold. Das ist schön kalt und Mutter Natur schenkt es uns. Besser als alles in der Stadt, außer Bier. Vielleicht schmeckt es doch so gut wie Bier. ...3.100 Kilometer und 5 Monate auf dem Trail stecken ihm mittlerweile doch schwer in den Knochen. Auch fehlen ihm seine Freunde. Und so trifft er auf dem Weg zum Gipfel 300 Kilometer vor dem Ziel eine schwere Entscheidung. Sein Abenteuer auf dem Appalachian Trail soll hier zu Ende gehen. Ich bin fertig. Ich glaube, ich habe alles erlebt, was ich hier draußen erleben kann. Katahdin ist auch nur ein Berg. Ich bin schon auf höhere Berge geklettert. Aber es ist nicht leicht, etwas zu verlassen, das ich so liebe. Ich liebe es wirklich hier draußen. Das ist fantastisch. So etwas wie hier habe ich noch nie erlebt. Jetzt weiß ich, wie viel ich nicht brauche, um glücklich zu sein. I really, really, really have realized how much I don't need to be happy in this. Auch diesen Wanderer treffen wir nicht mehr auf dem Trail wieder, sondern beim Hundespaziergang. Vor 2 Monaten ist Calvin auf dem Trail gestürzt. Weil er wie viele Amerikaner keine Krankenversicherung hat, ist er zu spät zum Arzt gegangen. Seine Wunde am Ellenbogen hatte sich so schwer entzündet, dass er abbrechen musste. Er und Holly sind von Florida nach Montpellier in Vermont gezogen. Holly hat schon einen neuen Job, deswegen treffen wir Calvin allein. Das ist der Ellenbogen. Der Schnitt ist geheilt. Er war auch nicht groß, aber sehr tief und ziemlich blutig. Er ist immer noch ziemlich geschwollen. Immer wenn man sich verletzt, ist das ein Schock. Und es ist unbefriedigend, so aufhören zu müssen. Es wäre einfach schön, wenn wir wenigstens noch auf Mount Katahdin klettern könnten. Vielleicht mit anderen, mit denen wir so viele Meilen gewandert sind. Um wenigstens dort abzuschließen, wo wir immer hin wollten. Auch wenn wir einen Teil verpasst haben. Calvin hat sich fest vorgenommen, mit Holly nach Maine zu fahren und den Mount Katahdin zu besteigen. In Maine färbt Ende September der Herbst die Blätter. Es ist Indian Summer. Kikit und Castaway sind noch auf dem Trail. Inzwischen sind sie sozusagen auf der Zielgeraden. Unsere letzten großen Berge vor Katahdin. Sie haben nur noch 220 Kilometer vor sich. Für Mev, die den Trailnamen Kikit hat, bedeutet die Strecke in Maine auch, die Heimat ihres Freundes kennenzulernen. Sam, alias Castaway, ist in Maine aufgewachsen. Für ihn ist die Elchkur am Seeufer nichts Besonderes. In Maine gibt es so viele Elche, dass der Bundesstaat den Elch zum Staatstier erklärt hat. Kikit und Castaway sehen das näher rückende Ende ihrer Wanderung mit gemischten Gefühlen. Allmählich muss ich wohl akzeptieren, dass unser Abenteuer bald zu Ende geht. Als wir die Hälfte hinter uns hatten, dachten wir schon, das Ziel ist nah. Aber da hatten wir noch 1700 Kilometer vor uns. Als wir dann Neuengland erreicht hatten, dachten wir, nun ist das Ziel nah. Da waren es aber immer noch 800 Kilometer zu laufen. Je weiter man kommt, umso schwerer wird es aufzugeben. Jetzt haben wir richtig Druck, es zu schaffen.
Auch der schönste Zeltplatz wird morgens schnell ungemütlich, wenn es friert. Es ist so kalt. Im Sommer war es wärmer, da haben wir nachts geschwitzt. Jetzt ist es kalt. Das mag ich nicht. Gegen die Kälte hilft nur eins. Schnell zusammenpacken und aufbrechen. Beim Wandern mit Rucksack wird einem warm, auch wenn es noch so kalt ist. Heute erreichen die beiden einen besonderen Markierungspunkt. Vom Start bis hierher haben sie jetzt 3200 Kilometer zurückgelegt. 2000 Meilen etwa die Strecke von Hamburg nach Kairo. Jetzt bleiben nur noch 200 Kilometer. Ich fände es besser, wir hätten noch viel mehr vor uns. Es ist das Ende eines großen Erlebnisses in unserem Leben. Etwas, woran wir uns immer erinnern werden. Aber trotz aller Ehrfurcht vor der 2000-Meilen-Marke, das Ziel Mount Katahdin ist immer noch etliche Tagesmärsche und Hindernisse entfernt. Eines davon ist der Kennebec River. Der Appalachian Trail führt geradewegs über den breiten Fluss. Das ist einer der größten Flüsse in Maine. Dort, wo er in den Atlantik mündet, werden bis heute Schiffe gebaut. Für die Wanderer gibt es eine Fähre über den Kennebec River. Man muss dem Fährmann Dave nur mit der Fahne winken. Er sieht mich. Er kommt. Jedes Jahr von Mai bis Oktober bringt Dave mit seinem roten Kanu mehr als 1000 Wanderer über den 70 Meter breiten Fluss. Aber wir wären nicht in den USA, wenn nicht alle Passagiere, bevor sie an Bord gehen dürfen, noch ein Formular ausfüllen müssten. Geduldig erklärt Dave im tiefsten Dialekt der Gegend, worum es in diesen Formularen geht. Das ist eine Erklärung, die besagt, dass wenn sie verletzt werden oder sie ihre Ausrüstung verlieren, ich nicht verklagt werde. Es kann ja immer mal was passieren. Arme hoch, mir ist noch keiner über Bord gegangen. There you go. All right, you can come right on down, sit in the middle. Gut, du sitzt in der Mitte. All right, and we're off. Und los geht's. Paddel einfach geradeaus. Während der 10-minütigen Überfahrt erklärt Dave, warum die Fähre so wichtig ist. Es ist kein Spaß, durch den Fluss zu warten. Der ist so kalt, dass man unterkühlt. Und wenn du bis zur Hüfte drin bist, wirft er dich um. Da kommt kein Wanderer sicher rüber. Es gab Versuche, einer ist schon ertrunken. Die Fähre ist hier, um sowas zu verhindern. Die Fähre wird bezahlt von der Appalachian Trail Conservancy, die sich aus Mitgliedsbeiträgen und staatlichen Zuschüssen finanziert. Okay, springt einfach vorne raus und haltet das Boot fest. Danke. Bitte sehr. Wisst ihr, wo es lang geht? Das finden wir raus. 5 Minuten bis zur Straße, da geht der Trail dann weiter. Da ist der nächste Wanderer schon. Maine ist nicht nur berühmt für den Indian Summer, sondern auch für seine vielen großen Seen. Weite Flächen des Bundesstaates im Nordosten der USA sind unbewohnt. Etwa in der Mitte, im Baxter State Park, erhebt sich Maines höchster Berg. 1600 Meter hoch, der Mount Katahdin, das Ziel aller Wanderer auf dem Appalachian Trail.
Die letzte Etappe dorthin führt durch 160 Kilometer Wildnis. Im kleinen Städtchen Monson können sich die Wanderer für diese Etappe noch einmal mit Proviant versorgen. Auch Kikit und Castaway legen hier eine Pause ein. Dabei hat Monson auf den ersten Blick nicht viel zu bieten, außer zwei Wandererhostels, in denen die Wanderer in Schlafsälen unterkommen. Aber da ist auch noch der Tante-Emma-Laden, Dreh- und Angelpunkt der kleinen Gemeinde. Hier treffen sich jeden Freitagabend die Einheimischen zum Musizieren. Natürlich gibt's Bluegrass mit Fiedel und Banjo. Wanderer sind stets willkommen. Bluegrass ist die typische Musik vom Land, zumindest in den Appalachen. In Hot Springs kann man die gleiche Musik hören, das ist ein anderer Ort am Trail. Die haben dort ein großes Bluegrass Festival. Der alte Laden bringt alle zusammen. Die Atmosphäre macht jeden fröhlich. Und das Praktische ist, dass man auch während des Konzerts einkaufen kann. Doch die Bitte um Sonnenschein hat nicht gewirkt. Am nächsten Tag gießt es in Strömen. So nehmen sich viele Wanderer noch etwas mehr Zeit für das Frühstück bei Chance. Das ist auf dem ganzen Trail berühmt. Bratkartoffeln satt. Die Wanderer sind sehr hungrig, besonders jetzt im Herbst, wenn die hier sind, die nach Norden gehen. Die wandern schon seit Monaten und gehen jetzt in die Wildnis für 10 Tage ohne gut gekochte Mahlzeiten. Deswegen hauen die kräftig rein. Ich hoffe, wir haben genug. Wegen des schlechten Wetters ist die Stimmung nicht besonders gut. Viele liegen schon jetzt hinter ihrem Zeitplan. Das Frühstücksthema? Weiter wandern oder auf besseres Wetter warten? Das Problem am Regen ist vor allem der steigende Wasserstand in den Flüssen. Auf der letzten Etappe müssen Kikit und Castaway einige davon durchwaten. Brücken gibt es nicht. Ich ziehe die Stiefel aus, damit ich nicht mit nassen Socken weiterlaufen muss. Hoffentlich kommt die Sonne raus, damit ich trockne, falls ich nass werde. Wenn es mitten im Sommer wäre, das wäre ein Spaß. Aber jetzt? Stiefel aus, Latschen an, das ist Arbeit. Als erster wagt sich Castaway in die starke Strömung. Das Wasser ist eiskalt und die Steine rutschig. Keiner mag daran denken, wie unangenehm die Nacht wird, wenn bei einem Sturz Zelt und Schlafsack klatschnass werden. Auch Kikit hat zunächst Schwierigkeiten, in der Strömung Halt zu finden. Da hilft nur, sich ein Herz fassen und durch.
Leider wird das Wetter nicht besser. Die dicken Regenwolken setzen sich in den Bergen fest. Auch Mount Katahdin, der am Horizont zu sehen ist, hüllt sich in Wolken, die nichts Gutes verheißen. Am Fuße von Mount Katahdin treffen wir Calvin und Holly wieder. Die beiden sind einen ganzen Tag lang aus Vermont angereist, um hier, wenigstens symbolisch, den Appalachian Trail doch noch zu beenden. Das schlechte Wetter droht jedoch, diesen Plan zu vereiteln. Nur in der Ranger-Station weiß man, ob der Aufstieg zum Katahdin möglich ist. Wir wollten den Appalachian Trail durchwandern, mussten aber in New Jersey aufgeben. Jetzt sind wir hier, um Mount Katahdin zu besteigen. Aber ich habe gehört, der Berg ist gesperrt? Ja, wegen Schnee und Eis ist er gesperrt. Und wahrscheinlich morgen auch noch. Das Ziel so nah und doch so unerreichbar. Für die Wanderer, die jetzt 3400 Kilometer gelaufen sind, ist das wohl noch schlimmer als für Calvin und Holly. Wir sind hergefahren, um heute auf Mount Katahdin zu klettern. Wartet ihr hier, bis das Wetter besser wird? Nein, wir müssen zurück zur Arbeit. Man sagt immer, dass das Warten auf ein Ereignis besser sei als das Ereignis selbst. In diesem Fall bringt mich das Warten aber um. Ich gehe da hoch, auf jeden Fall. Katahdin bedeutet für die meisten Wanderer auf dem Appalachian Trail viel mehr als nur ein Berg. An vielen Tagen auf dem Trail habe ich versucht, mir vorzustellen, wie das sein wird, Mount Katahdin zu sehen und raufzuwandern. Und jetzt endlich hier zu sein und ihn zu sehen, ohne rauf zu können, ist wie eine Fata Morgana. Aber das ist okay für mich. Der Gipfel bleibt unerreicht, aber jetzt kann ich ihn wenigstens sehen. Ich habe Selbstvertrauen gewonnen, weil ich 2000 Kilometer gewandert bin. Das sind Erfahrungen, die die wenigsten haben, das Leben aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Mit Sicherheit lernt man einzuschätzen, was wichtig ist. Angefangen beim Wasser, beim Essen und Unterkunft, bis zu den Beziehungen zu anderen Menschen. The relationships with other people along the way, that's probably equally as important. I think I've grown up a lot, matured, and maybe not so outwardly that other people would really notice it, but I notice it on the inside. Ich bin erwachsener, reifer geworden. Vielleicht nicht nach außen für jeden ersichtlich, aber ich merke das in mir. Ich denke heute reifer über die Dinge als noch vor dem Trail. Ein unglaublicher Wachstumsprozess. Mit keinem Geld der Welt könnte man eine Therapie bezahlen, die das erreicht. Kikit und Castaway ahnen noch nicht, dass Mount Katahdin gesperrt ist. Tapfer gehen sie weiter dem Berg entgegen. Einen Fluss müssen sie noch überqueren. Bei solch schwierigen Passagen gibt es so nah vor dem Ziel auch mal einen Wandererstau. Alle wollen jetzt nur noch ankommen. Keiner reingefallen? Diese späten Wanderer haben alle ziemlich knapp kalkuliert. Denn in 10 Tagen, am 15. Oktober, wird Katahdin gesperrt. Für den ganzen Winter. Der erste Blick auf den Berg eröffnet sich auf Able Bridge, einer schmalen Brücke für Forstfahrzeuge. Noch immer sorgt die Schlechtwetterfront für Eis und Schnee auf dem Gipfel. Am nächsten Morgen erkunden die Neuankömmlinge gemeinsam mit den schon wartenden Wanderern die Lage am Fuß des Berges. Die Sonne im Tal macht Hoffnung. Doch dann die niederschmetternde Gewissheit: Der Aufstieg bleibt gesperrt.
Es ist der Weg, nicht das Ziel. Ich komme wieder und gehe dann los. Ich bin nicht traurig, nur sauer. Nichts auf dem ganzen Weg war so, wie wir es erwartet haben, aber wir haben nie daran gezweifelt, Katahdin zu besteigen. Man lernt eine Menge über sich selbst. Schon deswegen war es eine tolle Erfahrung. War auch eine coole Art, die USA zu sehen. Für mich war es etwas ganz Neues, zu erleben, kein Haus zu haben und wie uns die Leute angeschaut haben. Wir kommen beide aus normalen Familien und die Leute dachten, wir seien obdachlos, hätten Drogenprobleme oder würden Gott suchen. Und es war auch nicht leicht, andere immer bitten zu müssen, uns in den nächsten Ort zu fahren, wenn wir etwas brauchten, auf andere angewiesen zu sein, eine Erfahrung, die bescheiden macht. Humbling, different experience, I think. You look back and it feels like 6 months, but du schaust zurück auf ganze 6 Monate und du kannst dich an jeden einzelnen Tag erinnern. Das passiert dir in der normalen Welt nicht. Ich kann das nicht in einen Satz fassen. Man sollte einfach weitergehen. Eine schöne Analogie für den Trail. Ja. Kleine Schritte. Drei Tage später erreichen die beiden ihr Ziel. Dafür sind sie über 5 Millionen Schritte auf dem Appalachian Trail gewandert. Gepäck für ein halbes Jahr. Alles, was Calvin fürs Leben braucht, trägt er ab heute auf dem Rücken. Auch seine Freundin Holly schultert ihren 15-Kilo-Rucksack. Wir treffen die beiden im Südosten der USA, im Bundesstaat Georgia. Hier beginnt das Abenteuer ihres Lebens. Sie verlassen nicht nur ihre Freunde, sondern auch den Luxus der modernen Welt. Denn ab hier wollen sie wandern. Den Appalachian Trail mehr als 2000 Meilen bis nach Maine. Das hat mich total fasziniert. Da gibt es einen Weg, der über 3000 Kilometer entlang der ganzen Ostküste verläuft. Ich dachte nur, wie das wohl wäre, den zu wandern. Wie viele können schon sagen, ich bin den ganzen Appalachian Trail gewandert? Ich habe mich im Leben noch nie wirklich herausgefordert. Jetzt will ich wissen, wie stark ich bin. 6 Monate haben sich Calvin und Holly freigenommen, um diesen weiten Weg zu gehen. Der Appalachian Trail ist einer der längsten Wanderwege der Welt. In der Wildnis des Appalachengebirges führt er durch 14 Bundesstaaten, von Georgia bis nach Maine. 3400 Kilometer. Das ist 4,5-mal die Strecke München-Hamburg. Nur viel bergiger. Mit neuen Schuhen und ungewohntem Rucksack ist für Calvin und Holly die erste Tagesetappe eine Tortur. Trotz des kalten Aprilwindes wird ihnen ganz schön warm. Und für die schönen Aussichten bleibt kaum Zeit. Es geht 12 Kilometer bergauf, auf den Gipfel des über 1000 Meter hohen Springer Mountain. Hier markiert eine Bronzetafel den offiziellen Start des Trails. Der Eintritt in eine ganz eigene Welt. Die erste Lektion über die erstaunlichen Bräuche in dieser Welt gibt uns Manny Sleeps. Das ganze Frühjahr über campt er hier oben und zählt die Wanderer. Eigentlich heißt er Roger, aber nicht auf dem Trail.
Most everyone calls me Many Sleeps. Fast jeder nennt mich Many Sleeps und viele kennen meinen richtigen Namen gar nicht. Ich mag Indianergeschichten. Die Indianer haben Reisestrecken danach bemessen, wie oft man auf dem Weg schlafen musste. Ich bin in Appalachian Trail Richtung Süden gewandert und habe mir ausgerechnet, wie viele Male ich auf dem Weg von Maine nach Georgia schlafen werde. So gab ich mir den Trailnamen Many Sleeps. Ich war Hufschmied und habe Rennpferde beschlagen. Ein harter Job. Aber nicht so hart, wie den Appalachian Trail zu wandern. Die meisten Gründe, warum Wanderer abbrechen, haben damit zu tun, dass sie nicht entschlossen genug sind. Nicht der Körper, sondern der Wille ist das Problem. Auch Robert hat sich fest vorgenommen, den ganzen Weg zu gehen. Die meisten brechen auf, um zu lernen, Ballast abzuwerfen, nicht immer nur seelischen. Was den Ex-Soldaten Dan, Robert und die anderen Wanderer verbindet, die Suche nach Selbsterfahrung. Ich möchte mehr über mich selbst rausfinden, weg von allem, raus aus der Stadt, meine Freiheit und die Wildnis genießen. Frei, soweit die Füße tragen. Viel Glück. You have a safe hike. Am späten Nachmittag erreichen auch Calvin und Holly endlich den Gipfel von Springer Mountain. Ziemlich erschöpft. Aber Many Sleeps weiß, wie er müde Wanderer ermuntern kann, bevor er sie in sein Büchlein einträgt. What's your first name? Holly. Holly? Yeah. Jetzt ist es offiziell. Calvin und Holly sind als Fernwanderer, sogenannte Thru-Hiker, auf dem Appalachian Trail registriert. Und bei der schönen Aussicht macht es auch nichts, dass der anstrengende Aufstieg zum Startpunkt, genau genommen, noch nicht zählt. Das ist unsere Belohnung. Das war ein harter erster Tag. Ungefähr 14 Kilometer bergauf. Das ist etwa die Strecke, die wir in der ersten Woche täglich wandern wollen. Aber wir kommen aus dem flachen Florida. Hier in den Bergen ist es viel härter. Darauf sind wir gar nicht vorbereitet. Hier oben in den Appalachen gibt sich bis weit in den April der Winter nicht geschlagen. So muss es am nächsten Tag eben wetterdicht verpackt weitergehen. Calvin und Holly können nur hoffen, dass die teure Ausrüstung, die Schlafsäcke und das Zelt auch bei diesem Schietwetter trocken hält. Die Frühjahrsniederschläge lassen Flüsse und Bäche ansteigen. Das hat für Calvin und Holly wenigstens den Vorteil, dass auf diesem Abschnitt der Wanderung das Trinkwasser nicht knapp wird. Und der Durst ist groß, bei Tagesetappen zwischen 15 und 30 Kilometern. Nicht überall am Trail ist das Wasser so klar wie hier. Deswegen tragen die Wanderer auch immer etwas im Rucksack, um es zu reinigen. Manche benutzen Chemikalien, manche einen speziellen Filter. Calvin und Holly dagegen haben sich was ganz Neuartiges gekauft. Eine besondere Lampe. Wir wissen zwar nicht genau, wie es funktioniert, aber der Hersteller sagt, dass das ultraviolette Licht das Wasser desinfiziert und die Bakterien abtötet. Das Licht schaltet sich nach einer halben Minute von alleine aus. Dann kann man es trinken. Wir sind so daran gewöhnt, zu Hause einfach den Wasserhahn aufzudrehen. Hier haben wir gelernt, dass du jede Wasserquelle auf dem Weg nutzen musst. Es gibt eben keine Wasserhähne in der Wildnis. Wir haben aber auch festgestellt, dass das Wasser hier besser schmeckt. Die weiße Markierung zeigt deutlich, wo es lang geht. Dafür sorgen Freiwillige der örtlichen Wanderclubs. So müssen sich Calvin und Holly auch bei Schnee wenigstens keine Sorgen machen, sich zu verlaufen.
Etwa alle 20 Kilometer finden die Wanderer Schutz in einem Shelter, einer einfachen Holzhütte. Hotels und Herbergen am Weg? Fehlanzeige. Aber nach einem Tag im Schneeregen wird ein einfaches Dach zum Wanderparadies. Zeit fürs Abendessen. Instant-Nudeln sind besonders beliebt. Viel Kohlenhydrate, wenig Gewicht im Rucksack und schnell zubereitet. Essen ist unter Wanderern immer ein Thema, genau wie schmerzende Füße und der schwere Rucksack. Die Lieblingsfrage am Abend: Vermisst du eine frische Pizza? Noch vermisse ich nichts, aber das wird sich ändern. Nicht nur Wanderer sind hungrig. In den Appalachen leben wilde Schwarzbären. Wanderervorräte sind für sie eine Delikatesse. Calvin zeigt uns den Flaschenzug, an dem der Wochenproviant über Nacht bärensicher hängt. Im Zelt könnte er lebensgefährlichen Besuch anlocken. Bären haben eine sehr feine Nase. Na klar denken wir nachts an Bären. Wir versuchen, die Angst zu verdrängen, aber wir sind vorsichtig. Kein Proviant im Zelt aufbewahren, auch keine Zahnpasta. Die Leute sagen, auch der Geruch von Zahnpasta lockt Bären an. Wir sind vorsichtig und hoffen, dass sie nicht zu uns ins Zelt kommen. Auf dem Trail bestimmt die Sonne den Tagesverlauf. Man steht mit ihr auf und geht mit ihr schlafen. Doch trotz Erschöpfung ist es nicht ganz leicht, sofort einzuschlafen. Zu viele unheimliche Geräusche dringen aus der Wildnis ins Zelt. Schleicht sich da nicht doch ein hungriger Bär an? Ist wirklich keine Zahnpasta im Zelt? Doch kein Bär, nur eine Wildschwein-Großfamilie. Und die Tiere haben mehr Angst vor den Wanderern als umgekehrt. Die Nacht wird bitterkalt, 5 Grad minus. Lautstark melden sich die Singvögel bei Sonnenaufgang, als ob sie den durchgefrorenen Calvin auslachten. Diese Vogelstimmen haben schon Antonín Dvořák beeindruckt. Den Gesang des Scharlachtanga nahm der Komponist in sein amerikanisches Streichquartett auf. Am Shelter treffen Calvin und Holly die Studentin Carly. Auch sie möchte den ganzen Appalachian Trail wandern. Sie hat kaum Erfahrung mit dem Leben in der Wildnis. Deswegen begleitet sie in den ersten Wochen ihr Freund Nolan. Sie haben im Shelter geschlafen und auch sie können von wilden Tieren berichten. Als ich endlich schlafen konnte, kamen sie. Sie liefen über mein Haar. Ich konnte es richtig fühlen. Das war furchtbar. Mäuse in meinen Haaren. Vielleicht schlafen wir demnächst doch lieber im Zelt. Calvin und Holly steigern jetzt jeden Tag ihre Tageskilometer. Heute nehmen sie eine 16-Kilometer-Etappe in Angriff. Auch der Frühling verjagt den Winter mit immer größeren Schritten. An einem Sonnentag wie diesem öffnen die ersten Blumen des Jahres innerhalb kurzer Zeit ihre Blüten. Auch die ersten Triebe der Bäume lassen schon einen bunten Schimmer ahnen. Nur alle paar Tage kreuzt der Trail eine Straße. Und auch dann liegt die nächste Ortschaft meist viele Kilometer entfernt. Carly und Nolan müssen einkaufen, sind sich aber nicht sicher, in welche Richtung sie trampen sollen. Meist hilft er der Blick in den Wanderführer. Helen ist näher, oder? Aber wir brauchen einen Campingladen für Zeltkleber. Unser Zelt hat ein Loch. Als ich aufwachte, war ich klatschnass. Ich hab's erst gemerkt, als du es mir gesagt hast. Schließlich setzt sich Carly durch. Okay, wir fahren nach Helen. Die meisten Einheimischen wissen, dass die Rucksackträger am Straßenrand vom Trail kommen und gerne mitgenommen werden. Mit volkstümlicher Dauerbeschallung aus Plastiksteinen begrüßt das nachgebaute Alpendörfchen Helen seine Besucher. In den 70ern hatte man hier die Idee, mit deutscher Fachwerkromantik Touristen anzulocken. So gibt es auch das bayerische Restaurant mit original bayerischer Bedienung und original bayerischen Speisen. Dankeschön. Bitteschön. Bis zum nächsten Mal. Nach Feierabend erklärt uns Angie noch ein bisschen den kuriosen Ort. Als original Münchnerin ist sie hier eine kleine Berühmtheit.
Die haben einen Deutschen gebraucht und dann haben sie mich engagiert. Haben mich gleich eingeflogen von München. Die wollen halt dann halt ein bisschen was wiederkriegen, was sie also von Deutschland vermissen. Meistens Essen. Weil wenn du in Heidelberg stationiert warst oder in Bayern stationiert warst, dann weißt du natürlich, wo du ein gutes Jägerschnitzel kriegen kannst. Und ich arbeite ja in einem Restaurant und da schauen wir dann halt schon, dass wir das alles so machen, wie sie das gewöhnt sind von drüben von Deutschland. Oder wie sie es sich vorstellen. Kleinlich, wer sich hier über die Windmühle wundert. Das ist jetzt der Shop. Der Dirk, dem es gehört, der kommt aus Holland. Und da kannst du alles finden, was du dir vorstellen kannst. Vom Knödelpulver bis zu die Moscherie, bis zu die Kinderüberraschungen, bis zu die Spätzle. Da kriegt man dann auch ein Augustinerbier und ein Erdinger Bier. Erdinger. Erdinger und Salvatore. Salvatore Bier. Eine andere Welt. Eigentlich ganz nah am Appalachian Trail, aber in den USA ist zu Fuß gehen nicht angesagt. Schon nach wenigen Tagen sind Calvin und Holly weitergelaufen als der Durchschnittsamerikaner in einem Jahr. Heute besteigen sie Blood Mountain. Mit 1360 Metern der höchste Berg auf dem Trail in Georgia. Um Holly ein wenig zu entlasten, trägt Calvin die Wasservorräte. Mittlerweile hat das Paar seinen Takt gefunden und die Verständigung klappt auch ohne Worte. Das Gute an jedem Aufstieg, am Ende wartet der Gipfelausblick. Vermutlich hat der Blood Mountain seinen Namen von einer blutigen Schlacht zwischen Cherokee und Creek-Indianern im 16. Jahrhundert. Für die Cherokee-Indianer war dieser Berg ein heiliger Ort. Ein guter Ort, um über die inneren Motive für diese Wanderung nachzudenken. Für uns ist das ein großes Ereignis. Wir haben unsere Familie, unsere Freunde und unsere Arbeit verlassen. All die Verbindungen zu Hause in Tallahassee in Florida abgebrochen. Wir wollen nach Vermont ziehen, auch ohne diese Wanderung. Aber sie ist symbolisch für uns. Wir wandern nach Norden, anstatt einfach einen Umzugswagen zu bestellen. Meine Vergangenheit liegt hinter mir. Vor mir liegt die Zukunft. Ich wandere in meine Zukunft. I don't know if I've ever really been proud of myself for any one achievement, and this is something that I know. Ich weiß nicht, ob ich jemals wegen irgendetwas stolz auf mich war, aber diese Wanderung, die kann mir keiner mehr nehmen. Egal wie weit wir kommen, hoffentlich bis zum Mount Katahdin. Es wird immer etwas sein, worauf ich stolz sein kann, dass ich mich jeden Tag aufgerafft habe. Und es werden noch viele Tage folgen. Denn trotz aller Anstrengungen haben sie bisher erst 50 Kilometer, weniger als ein 70stel des Weges zurückgelegt. Doch eine wichtige Lektion auf dem Appalachian Trail: in kleinen Etappen denken. Nach dem Abstieg vom Blood Mountain wartet eine besondere Belohnung. Neil's Gap, nach 5 Tagen die erste Einkehr direkt am Trail. Mann, bin ich froh, das zu sehen. Das bedeutet Orangensaft und Cheeseburger. Für die meisten Durchwanderer ist Neil's Gap nach dem Start der erste Kontakt mit der Zivilisation. Das alte Steinhaus stammt aus derselben Zeit wie der Appalachian Trail, der 1937 eröffnet wurde. Viele Wanderer brechen hier ihr Abenteuer ab. Fast alle legen eine ausgiebige Pause ein.
Auch Carly. Ich verarzte meine Füße mit Klebeband. Die tun verdammt weh. They're hurting me. We're using duct tape. Yum. Is that everything? Mm. Mm. This is like heaven. Wie im Himmel. Alles, was wir brauchen. Treffen wir auch Dan wieder. Wegen seines riesigen Rucksacks trägt er mittlerweile den Trailnamen Sherpa Dan. Ich habe auf meiner Wanderung schon so viel gelernt. Ein bisschen schäme ich mich für diesen riesen Rucksack. Aber was soll's. Um Rucksäcke geht es auch im Outdoor-Shop von Nils Gap. Seit Jahren sammelt der Chef die Rucksäcke von Appalachian Trail-Durchwanderern. Jeder Rucksack hier hat seine Geschichte. Den zum Beispiel hat dieses Jahr ein Bär zerfetzt. Der Wanderer kreuzte hier auf, weil er einen neuen brauchte. Oder vergangenes Jahr, da gab es einen, dem ein Bär den Rucksack geklaut hatte. Der kam hier rein und sah aus, als ob ihn jemand durchs Gebüsch gezogen hätte. Er sagte nur, ein verdammter Bär hat meinen Rucksack gestohlen. Dann gab er $800 für eine neue Ausrüstung aus, um nach Maine zu kommen. 3 Tage lang hatte der nur einen Müllsack über der Schulter. Jeder Verkäufer in diesem Shop ist den gesamten Trail gewandert. Sie wissen, was man braucht. Holly entscheidet sich für ein leichteres Paar Schuhe. Das Angebot hier ist üppig. Was brauchen wir? Was zu essen? Klopapier? Gepresst, sehr wichtig. Sonnencreme, ja, die hätte ich heute dringend gebraucht. Die Atmosphäre im Laden ist fast familiär. Das Abenteuer Appalachian Trail schweißt zusammen. Es gibt eine gewisse Subkultur auf diesem Trail. Das gibt es sonst nirgendwo. Die Menschen hier sind die freundlichsten Zeitgenossen. Sie helfen dir, wann immer sie können. Gerade wenn du so weit weg bist von allem, kannst du das gut gebrauchen. 380 Kilometer nördlich von Nils Gap. Hier führt der Trail, der sonst meistens die Wanderer von allen Ortschaften fernhält, mitten durch das kleine Städtchen Hot Springs. In Hot Springs ist man darauf so stolz, dass es sogar Pflastersteine mit dem Trail-Symbol gibt. Und einmal im Jahr lädt Hot Springs zum Trailfest. Bluegrass, die Musik der Landbevölkerung, gehört genauso zu diesem Fest wie Spiele für die Wanderer. Nach mehr als 400 Kilometern auf dem Trail erkennt man die Durchwanderer meist gut an ihren strammen Waden, ihren Bärten und ihren geschundenen Füßen. Auf dem Fest treffen wir auch einen besonderen Gast, Ronja. Ronja ist eine Appenzeller Sennenhündin. Sie und ihr Herrchen Rainer kommen aus Deutschland vom Bodensee. Die zwei liefen 2005 den Appalachian Trail schon einmal. Auch jetzt haben sie sich wieder die ganze Strecke vorgenommen. Ich laufe den Weg. Da gibt es überhaupt keine Frage für mich. Es ist einfach, es ist eine Lebensart. Und es ist und das Wandern, es ist das, man steht dann oben und hat dann wieder mal die Möglichkeit oder so. Der Blick ist frei über die ganze Welt. Und dann weiß man eigentlich mal, wie klein da man selber ist und wie unbedeutend. Und ich sehe selber an mir, fühlt man sich so wahnsinnig wichtig und so wichtig ist man gar nicht. Man ist im Prinzip einfach ein kleines Lichtli. Aber wir sind ein Lichtli, das ist schön. Der Hund ist richtig froh, wenn er auch wieder wandern kann. Wenn es ihm dann zu warm wird, dann mag ich es dann geht er in den Schatten, dann mache ich ein wenig Pause. Gebe was zum Trinken, redet er ein wenig zu und dann geht es wieder weiter. Der Hund ist das Wichtigste drumherum. Und wenn es dem gut geht, dann geht es auch mir gut. Okay.
ehemaliger Durchwanderer hat mit seinen Freunden schottische Tänze einstudiert. Das Fest dient aber auch zum Austausch alter Trailgeschichten. Ich bin ein Fallschirmspringer in Ich bin mit dem Fallschirm auf Springer Mountain gelandet, um meine Wanderung zu starten. Daher mein Trailname, Jumpstart. Und als ich in die Smoky Mountains kam, habe ich vier Deutsche getroffen. Und ich hatte diese kleine Mundharmonika dabei, made in Germany. Und sie hatten auch Mundharmonikas dabei. Und so haben wir zusammen gespielt. Soll ich mal spielen? Shall I play? Aufbruchssignal für Ronja und Rainer. Im Hunderucksack trägt Ronja übrigens ihr Futter. Als The German with the Dog, der Deutsche mit dem Hund, sind die beiden auf dem Trail sehr bekannt. Das liegt vor allem an ihren riesigen Tagesdistanzen von oftmals über 30 Kilometern. Die meisten anderen Wanderer wurden von ihnen schon überholt. Rainers Trailname ist deswegen auch Rhino, die englische Kurzform von Rhinoceros. Nichts stoppt Rhino auf dem Appalachian Trail. Zu Hause arbeitet Rhino als Zimmermann. Doch immer wenn ihn das Fernweh packt, geht er auf Wanderschaft. Der Trail bietet die Freiheit, günstig zu reisen. Ausgaben hat man fast nur für die Verpflegung. Und jetzt, Ende April, werden auch die Nächte im Zelt oder Shelter langsam wärmer. Zurück zu Calvin und Holly. Sie sind fast zwei Wochen auf dem Weg und über 200 Kilometer gewandert. Kein Gedanke an Abbrechen. Ihre Jobs als Sozialarbeiter vermissen sie beide nicht. Der Appalachian Trail hat sie gepackt. Sie sind dazu übergegangen, abseits der Shelter ihr Zelt aufzuschlagen. Im Gegensatz zu den meist jüngeren Wanderern ziehen sie die Abgeschiedenheit den Runden am Lagerfeuer vor. Wir sehen uns morgen. Ich bin sicher, ihr überholt uns. Noch ein, zwei Kilometer, dann werden auch sie ihr Zelt aufstellen. Am Shelter lernen wir derweil das Hauptkommunikationsmittel auf dem Trail kennen, die Shelterbücher. Hier werden Nachrichten und Gedanken verewigt. Meine Schwester und ihr Freund, mit denen ich vorher gewandert bin, wissen so, was ich mache, wo ich bin. So kann man mit allen auf dem Trail kommunizieren. Hier hat jemand ein Gedicht geschrieben über den Regen. Man kann reinschreiben, was man möchte. Beim gemeinsamen Abendessen wird es trotz Kälte fast ein bisschen gemütlich. Mittlerweile haben die meisten Wanderer auch einen Trailnamen. Robert, den wir hier auch wieder treffen, ist sich mit seinem Trailnamen allerdings noch nicht so sicher. Wegen des Messers wäre es beinahe Rambo geworden. Dann stand noch Highback zur Wahl, weil mein Proviantsack immer am höchsten hing. Dann Sugarpants, da weiß ich aber gar nicht wieso. Den Typ, der mich so nannte, kann man jetzt leider nicht fragen. Ich heiße jetzt Elwood. Als ich mit einem Freund aus dem Wald kam, fanden die anderen, ich sehe aus wie einer von den Blues Brothers. Jake und Elwood. Meine Schwester gab mir den Trailnamen Rodeo, weil ich zu Hause in Texas mal Rodeo-Maskottchen war. So geht ein ganz normaler Tag auf dem Appalachian Trail zu Ende. Unser Haus für Wanderer. Hier spielt sich alles ab. Ein kleines Haus mit einem riesigen Garten drumherum.
Ja, normalerweise schlafe ich links. In den Schlafsäcken können wir leider nicht so viel kuscheln wie sonst, weil jeder seinen eigenen hat. Das Schöne ist, die Schlafsäcke lassen sich zu einem machen. Das machen wir in Nächten, in denen es sehr kalt ist. Und dann kuscheln wir auch. An diesem Morgen haben Calvin und Holly Glück. Washed Up, der Wanderer mit der Gitarre, gibt ein Ständchen. Für ihn bedeutet der Trail Ruhe, um seine Erlebnisse während der Überflutung von New Orleans zu verarbeiten. Jemand gab mir den Namen Washed Up, angespült. Weil ich in New Orleans lebte, als der Hurricane kam, hatte ich die Geschichte erzählt, wie ich bis nach North Carolina gespült wurde. Da meinten sie, ein guter Trailname, Washed Up. Schon der erste Durchwanderer fand 1948 auf dem Weg Erholung von seinen Erlebnissen als Frontsoldat. Und an Tagen wie diesen entfaltet der Trail seine ganze Magie. Diese Magie findet sich plötzlich auch auf einer Lichtung in Form von brutzelnden Burgern, zubereitet und spendiert von ehemaligen Wanderern. What you want to drink? Calvin, what do you drink? Most people who do trail magic. Die meisten, die hier die Wanderer verwöhnen, sind vorher selber den Weg gelaufen und wissen, wie toll das ist. Denn wenn du für Tage im Wald bist und alles, was du hast, ist Reis, Schokoladenriegel und Crackers, dann sehnst du dich einfach nach etwas mit viel Kalorien und Fett. Vielen Dank, lecker, das riecht gut. Oh, it smells good too. Ein ganzes Wochenende campt diese Gruppe mitten im Wald nur, um wildfremden Wanderern etwas davon weiterzugeben, was ihnen auf ihrer Wanderung geschenkt wurde. Nachdem die Bäuche gefüllt und die wichtigsten Wanderabenteuer ausgetauscht sind, zieht es Calvin und Holly wieder weiter gen Norden. Noch immer liegen mehr als 3000 Kilometer vor ihnen. Heute führt sie der Trail über den Fontana-Damm. Die Talsperre staut den Little Tennessee River und ist mit 140 Metern der höchste Damm im Osten der USA. Eine der wenigen Stellen, an der der Trail nicht durch den Wald verläuft und der Blick auf die Berge frei ist. Den Berg müssen wir heute rauf. Ja, so einen nennen wir Wadenbrenner, weil der Aufstieg die Waden zum Brennen bringt. Aber wir besteigen ihn noch heute Nachmittag. Dann brauchen wir das morgen nicht mehr. Der Fontana-Damm ist ein Meilenstein auf unserem Weg. Wir halten immer noch durch, sind immer noch im Zeitplan. Wir fühlen uns gut. Dass wir überhaupt so weit gekommen sind, fühlt sich schon an wie eine große Leistung. Einmal die Strecke Berlin-Hamburg zu Fuß in 15 Tagen. Das ist wirklich eine Leistung. Und doch erst ein Vierzehntel des ganzen Appalachian Trails. Am Eingang zum Great Smoky Mountains Nationalpark verlassen wir die Wanderer. Sie laufen weiter durch die Bundesstaaten North Carolina, Tennessee und Virginia. 2,5 Monate später und 1100 Kilometer weiter nördlich sind wir im Shenandoah Nationalpark wieder auf dem Trail. Als erste Bekannte treffen wir die rothaarige Carly wieder. Diesmal in Begleitung von Beetle, Scatterer und Architect. Mittlerweile ist es heißer Sommer. Der kleine Friedhof im Nationalpark dient den Wanderern als willkommener Rastplatz. Was ist seit April auf dem Trail geschehen? Wir sind schneller geworden. Ich schaffe mehr Kilometer pro Tag.
Calvin und Holly haben mich sehr motiviert, weiterzuwandern, nachdem Nolan, mit dem ich ja gestartet war, aufgehört hat. Ich hatte im letzten Monat eigentlich mehr Spaß als am Anfang. Neue Leute treffen, Neues ausprobieren. Jetzt will ich durchhalten. Man weiß zwar nie, was passiert, ob das Geld reicht, ob man sich verletzt, aber ich möchte den ganzen Weg gehen. Auch Carly hat jetzt einen Trailnamen. It is Downtown Venus. Holly und Calvin haben mir den Namen gegeben. Ich habe mal Tennis gespielt im College und da gibt's ja die erfolgreiche Spielerin Venus Williams. Und dann noch wegen eines Songs einer Band, die PM Dawn heißt. Und wir haben herausgefunden, dass es in Florida einen Stripclub namens Downtown Venus gibt. Aber der hat nichts mit meinem Namen zu tun. Ich mache keine Shows in den Sheltern. Das will bestimmt keiner sehen. Ein Waschsalon in Waynesboro, einige Kilometer weiter südlich am Trail. Calvin und Holly machen einen Tag Pause. Zeit, um endlich mal die stinkenden Wandererklamotten sauber zu kriegen. Das ist nicht so einfach. Wir waschen immer alles zweimal. Die Socken von beiden Seiten, um sicher zu gehen, dass sie auch sauber werden. Den Luxus frischer Wäsche gibt's nur sehr selten auf dem Trail. Vor allem, wenn man wie Rainer kaum Pausen einlegt. Ronja hat ja ihre eigene Waschmaschine dabei, aber Rainers Socken müssen warten. Heute kommen wir wieder an keinen See, erst morgen. Kein Schwimmen und kein Klamotten waschen. Also ich gehe schon ab und zu, kommt es schon in die Waschmaschine dann. Aber so zwischendurch. Du bist dann entweder im Fluss, auch mal so einweichen lassen. Daheim würde ich jetzt nicht mehr anziehen. Gemeinsam mit Padre, einem katholischen Priester, brechen Ronja und Rainer wieder zu einem ihrer üblichen 40-Kilometer-Tage auf. Ready to hike. Mit ihrem hohen Tempo haben die beiden in den vergangenen zwei Monaten einen Vorsprung von fast 800 Kilometern vor Carly und ihrer Truppe erwandert. Die lässt dafür aber auch kaum eine Gelegenheit aus, um einzukehren. Wir gehen in die Lodge, okay? Does that seem right? Und hier in der Lodge im Shenandoah Nationalpark bieten sich beste Möglichkeiten, um auszuspannen. Bei vollen Tellern und eiskalten Bieren wird darüber philosophiert, was man während der entbehrungsreichen Zeit auf dem Trail am meisten wertzuschätzen lernt. Wenn du einen Mülleimer siehst, freust du dich immer, ein paar Gramm Müll loszuwerden. Und Essen, Dinge an der Tankstelle, die man sonst nie kaufen würde, willst du jetzt plötzlich haben. Alles Erste schmeckt besser. Das erste Bier, Früchte, die erste Dusche. An die ersten Dinge kannst du dich immer lange erinnern. Es ist ein schwächer werdendes Gefühl. Man merkt hier, dass man vieles nicht für selbstverständlich nehmen darf. Doch sobald man in die normale Welt zurückkehrt, denke ich, verblasst die Wertschätzung. Einige genehmigen sich auf dem Trail auch besondere Genüsse. Kautabak, der sonst eher für Befremden sorgen würde, hier aber irgendwie in das wilde Leben passt. Bringt's das? Ja, man sabbert und spuckt die ganze Nacht. Ich hab's mal ausprobiert. Aber nicht hier, als ich jünger war. Alle hier genießen, dass es auf dem Trail die einzige Verpflichtung ist, das Leben zu genießen und irgendwann weiter zu wandern. Zum Glück gehört zu jeder Wandererausrüstung heutzutage eine Kopflampe. So kann man notfalls auch mal eine Nacht durchwandern. Heute geht's allerdings nur noch zum nächsten Schlafplatz. Musik
In einer Sommernacht wie dieser braucht keiner ein Zelt. Im Morgengrauen tauchen Schwarzbären auf. Eine Mutter mit ihrem Jungtier streicht unbeeindruckt vorbei. Für die schlafenden Wanderer interessieren sich die Bären zum Glück nicht. Beetle, der Frühaufsteher der Gruppe, macht sich erstmal einen Kaffee und plant seine nächsten Tagesdistanzen. Kilometer heute und 30 morgen, dann bin ich raus aus Shenandoah. Bei Wheezy's im Städtchen Waynesboro leisten sich dagegen Calvin und Holly ein Luxusfrühstück. Mit hausgemachten Pfannkuchen, Speck und Würstchen satt, bekämpfen sie den Wandererhunger. 1600 Kilometer sind sie jetzt gewandert und Hunger ist ein ständiger Begleiter. Sehr oft sind meine Augen größer als mein Magen. Dann bestelle ich zu viel und am Ende teile ich es mit Calvin, so wie heute Morgen. Wir essen einfach alles und so viel wir wollen und trotzdem verlieren wir an Gewicht. Bei dem Appetit ist es kein Wunder, dass man bei Wheezy's die Wanderer gerne verpflegt. Wir freuen uns über die Wanderer. Das sind treue Kunden. Wir versuchen ihnen zu helfen, wo es geht. Das ist so toll, was die machen. Wir wünschten, wir könnten das auch. Und die haben einen unglaublichen Appetit. Ich glaube, der Rekord liegt bei 23 Pfannkuchen. Diesen Rekord brechen Calvin und Holly heute nicht. Aber mit 10 Pfannkuchen sind sie auch gut dabei. Im Lager auf dem Trail bricht Beetle derweil schon auf. Kick-It und ihr Freund Castaway lassen sich noch ein wenig Zeit. Die meisten der jungen Wanderer haben sich aus ähnlichen Gründen auf den Trail gemacht. Ich habe gerade das College hinter mir. Ich wollte noch nicht arbeiten. Ich möchte mir darüber klar werden, was ich studieren möchte. Bevor ich das teure Studium bezahle, brauche ich Zeit, darüber nachzudenken. Das Wandern eignet sich sehr gut dafür. Trotz der guten Vorsätze während der Wanderung über die eigene Zukunft nachzudenken, sind es doch die alltäglichen Probleme wie ausgelatschte Schuhe, die allzu häufig näher liegen. Ich schätze, mit diesen Schuhen waren es schon 600, nein, mehr als 750 Kilometer. Die habe ich aus Hot Springs, das ist mein zweites Paar und sie sind ausgelatscht. Sie fangen an, weh zu tun. Ausgetretene Schuhe, immer dieselben Klamotten aus dem Rucksack und wandern, wandern, wandern. Wie kommen Kick-It und Castaway damit zurecht? Besser als vorher. Allerdings. Wir streiten weniger. Wir streiten nur noch übers Essen. Was viel wichtiger ist als die Dinge, über die wir sonst gestritten haben. Hier im Shenandoah Nationalpark bietet der Appalachian Trail den Wanderern besonders schöne Ausblicke. Leider sind Tage wie heute selten geworden. Allzu oft verhängt die Luftverschmutzung aus dem 80 Kilometer entfernten Washington die Sicht. Dabei ist der Park berühmt geworden durch seine Skyline Drive, eine Straße, die nur gebaut wurde, um Autofahrer an die schönsten Aussichtspunkte zu leiten. Hier im Park kann man auch fast sicher sein, wilde Tiere wie diesen Truthahn oder das Weißwedelreh ganz nah zu erleben. Während Carly und ihre Freunde noch die Aussicht genießen, planen unten im Tal Calvin und Holly für ein paar Tage umzusteigen. Hier verläuft der Shenandoah River einige Kilometer parallel zum Appalachian Trail. Im Kanu soll es weitergehen. Nur noch der Wanderstock erinnert daran, dass sie eigentlich Wanderer sind. Das Einzige, was wir nicht vorausgeschickt haben. Unsere Schuhe und Rucksäcke, die haben wir vorausgeschickt. Alles, was nicht unbedingt gebraucht wird. Und nun lassen wir uns treiben. Ganz so einfach ist es mit dem Paddeln aber nicht. Der Fluss ist wild und in Stromschnellen sollte man die Kanutechnik beherrschen. So ist es viel kippeliger. Aber so ist es viel stabiler. Sie sollten knien, wenn sie durch die Stromschnellen paddeln. Dann kentern sie nicht so leicht.
Vielen Dank, Carol. War nett, euch zu treffen. Viel Glück für den Rest der Reise. Besonders freuen sich Calvin und Holly über den Extraplatz für Proviant im Kanu. Wir haben Hamburger und Hühnchen zum Grillen. Dann gibt's noch Cola, Frischkäse, Milchprodukte. Wir haben einfach alles. Alles, was im Rucksack verderben würde. Nach 1600 Kilometern zu Fuß, 5 Tage Urlaub vom Wandern. Aber auch mit dem Kanu geht es Richtung Maine immer nach Norden. Denn Calvin und Hollys Abenteuer ist noch nicht zu Ende. 1800 Kilometer liegen noch vor ihnen auf dem Appalachian Trail. This walks for me to find my peace in the Appalachian rain. Die Appalachen, ein langer Gebirgszug an der Ostküste der USA. Hier verläuft der Appalachian Trail, einer der längsten Wanderwege der Welt. Jedes Jahr machen sich etwa 2000 Wanderer auf den Weg durch die Wildnis. Von Georgia im Süden führt der Pfad durch 14 Bundesstaaten über 3400 Kilometer bis nach Maine im Norden. Das ist 4,5-mal die Strecke München-Hamburg, ein halbes Jahr zu Fuß. Etwa auf der Hälfte der Strecke verläuft der Shenandoah River parallel zum Wanderweg. Hier treffen wir in einem Kanu die Wanderer Calvin und Holly. Nach fast 3 Monaten auf dem Trail und über 1300 Kilometern zu Fuß möchten sie einige Tage im Boot ihre Gelenke schonen. Auch wenn das einen Umweg bedeutet. Der Weg von hier nach Front Royal ist nur 160 Kilometer lang. Auf dem Fluss sind es aber 200. Deshalb müssen wir unsere Tagesstrecke erhöhen. Die beiden Sozialarbeiter haben ihre Jobs in Florida gekündigt. Zelt, Schlafsack und Proviant in den Rucksack gepackt für ihr Abenteuer, Appalachian Trail. Im April begann ihre Wanderung. Es sind vor allem die Nähe zur Natur und die Ausblicke von den erwanderten Gipfeln, die die beiden faszinieren und für die Mühsal von 20 und mehr Kilometern täglich belohnen. Mittlerweile ist es Juni und sie sind fast die Hälfte des Weges gewandert. Im kleinen Städtchen Waynesboro lockt der Shenandoah River die beiden ins Kanu. Flussabwärts die Füße hochlegen, so wollen sie die kommenden Kilometer hinter sich bringen. Kanus kommen hier nur selten vorbei. Denn ganz so einfach ist es doch nicht, auf dem Shenandoah River zu reisen. Für ein paar Paddler räumt hier niemand umgestürzte Bäume weg. Und Calvin und Holly haben ihre gesamte Ausrüstung im kippeligen Kanu. Fallen Zelt oder Schlafsäcke ins Wasser, wäre das eine mittlere Katastrophe. Mist, mein Schuh! Ich sehe ihn. Kaum ist der Baumstamm überwunden, wartet hinter der nächsten Biegung eine Stromschnelle. Die beiden müssen darauf achten, an den Felsen vorbeizusteuern, weil sie das Kanu leicht zum Kentern bringen. Dieses Hindernis allerdings bedeutet Aussteigen. Um den Staudamm herum führt ein Trampelpfad für Wasserwanderer. Zuerst tragen Calvin und Holly ihr Gepäck, dann das Boot um das Hindernis. Wir sind zwar erfahrene Paddler, naja, nicht wirklich, aber das ist dann doch wohl ein bisschen steil. Nach einer guten Stunde ist alles transportiert und die Reise kann weitergehen. Paddeln kann also genauso anstrengend sein wie Wandern, auch wenn es flussabwärts geht. Zurück auf dem Appalachian Trail.
Mehr als 800 Kilometer weiter nördlich treffen wir Rainer mit seiner Begleiterin Ronja. Der Deutsche hat wie fast alle Wanderer hier einen Trailnamen. Er wird Rhino genannt. Im Schnitt liegen die beiden jeden Tag etwa 40 Kilometer zurück. Kein Wunder, dass die Freude groß ist, wenn sie eine der Hütten am Trail fürs Nachtlager erreichen. Etwas abseits der Feuerstelle findet sich meist auch ein Örtchen. Das ist mein Toilettenpapier. Das ist wunderbar. Da übers Jahr verteilt mehrere tausend Wanderer hier vorbeikommen, bauen die örtlichen Wanderclubs Plumpsklos, um die Natur zu entlasten. Da sind sie, da ist die Sägespäne drin. Und das tut man dann immer, nachdem man das Geschäft verrichtet hat, auch mit rein, damit ich das viel schneller zersetzen kann. Auf eine Toilette konnte ich nicht gehen, weil eine Klapperschlange davor war. Das war in Pennsylvania unten. Und da hätte ich mich jetzt nicht getraut reinzugehen. Die war dann schon ausgewachsen und also armdick. Dann werde ich jetzt mein Geschäft verrichten. Ronja, du wartest, gell? Am Lagerfeuer bereitet Padre, wie der katholische Priester auf dem Trail genannt wird, etwas Besonderes vor. Er will ein Brot backen. Schon den ganzen Tag hat er sich beim Wandern überlegt, wie das funktionieren könnte. Das hilft, den Wandertag rumzukriegen, wenn man sich Gedanken über verschiedene Gerichte macht, die man zubereiten kann. Das Lagerfeuer ist eine Allzweckwaffe auf dem Trail. Auf dem heißen Stein will Padre backen. Er genießt wie alle hier die Gemeinschaft unter den Wanderern. Nun ist man gespannt auf sein Brot. Langsam backen. Das Beste für mich hier draußen ist, dass ich einfach ein Wanderer wie die anderen bin. Es ist, als ob ich Gottes Gegenwart in den Menschen hier erfahre. Mehr noch als in der Natur. Klar, die Sonnenaufgänge sind schön, sogar der Regen und die verschiedenen Tiere. Aber die Menschen, wie sie suchen, fragen, ihre Begeisterung und was sie hier draußen finden, darin sehe ich Gottes Werk. Ob er damit auch die große Begeisterung meint, die hier auf dem Trail ein heißer Stein und etwas Teig in Alufolie hervorrufen? Jedenfalls ist heute Abend sein Brot Gesprächsthema Nummer 1. Schmeckt's? It was worth a try. Den Versuch war's wert. Nicht das Beste, aber gut. Not the best, but it's good. Hier freut man sich über ein einfaches Brot aus Zutaten aus dem Rucksack. Weiter südlich am Shenandoah River haben Calvin und Holly mit dem Kanu ganz andere Möglichkeiten des Transports. Sie bereiten heute Abend Hamburger auf dem Grill und genießen diesen Kanufahrerluxus ausgiebig. Das wird eine tolle Woche. 6 Tage ohne Wandern. Da können sich unsere Körper erholen und wieder in Form kommen. Am Anfang habe ich wegen 12 oder 16 Kilometer am Tag gejammert. Ich dachte, ich schaffe das nicht, keinen Kilometer weiter. Jetzt müssen wir manchmal 30 Kilometer am Tag laufen und dann sage ich mir, klar, wir können das, 25, 30 Kilometer, kein Problem. Wenn wir einen Tag haben, an dem wir nur 16 Kilometer vor uns haben, brauchen wir erst nach dem Mittagessen zu starten. We only have 10 or 11 miles. We could start after lunch if we wanted to. Jeder findet auf dem Trail so sein eigenes Tempo. Jeder wandert eben seine eigene Wanderung. Rainer und Padre gehören zu denen, die jeden Morgen früh starten und sich mit weniger als 35 Kilometern nicht zufrieden geben.
Auch Unterbrechungen in Orten nahe des Trails gönnen sie sich selten. Und um sich mal so richtig den Wandererschweiß von der Haut zu spülen, bieten die Gebirgsseen entlang des Trails Gelegenheit. Ja, jetzt gehen wir schwimmen. Ja, jetzt gehen wir schwimmen. Ha? Oh, Halli. Die drei nutzen jeden See zum Schwimmen und manchmal auch zum Sockenwaschen. Trotz Sommersonne ist das Wasser hier meist ganz schön kalt. Ein gestauter Gebirgsbach speist diesen See mit klarem Wasser. Das ist ein Bibersee. Der ist hier entstanden, weil Biber einen Damm gebaut haben. Nicht besonders tief. Ronja! Das wäre Sünde, wenn man es nicht machen würde. Und das ist nichts Schöneres, wenn mit dem Hund zum Schwimmen. Ha, Ronja? Und zum Abschluss der Badeparty gibt Padre noch ein Ständchen auf seiner Indianerflöte. Guter Klang über dem Wasser. Die Flöte ist zwar zusätzliches Gewicht, aber das trage ich gerne. Und weiter geht's auf dem über 3400 Kilometer langen Appalachian Trail, immer weiter gen Norden. Eine ganz wichtige Station auf der Wanderschaft ist das kleine Städtchen Harpers Ferry. Harpers Ferry markiert nach 1700 Kilometern die Hälfte des Weges. Hier treffen wir Calvin und Holly. Das Kanu haben sie wieder gegen die Wanderschuhe getauscht. Sie folgen auch nicht mehr dem Flusslauf, sondern den weißen Markierungen des Appalachian Trails. Seit 3 Monaten sind sie jetzt auf ihrer Wanderschaft. Das ist schon toll, die Hälfte des Weges geschafft zu haben. Ich habe zwar nie daran gezweifelt, aber jetzt kann ich es kaum glauben. Wir haben 1000 Meilen mit neuen Freunden, Erfahrungen und Abenteuern hinter uns. Ich freue mich auf die nächsten 1000. Aber erstmal können sich die beiden auf eine Pause in Harpers Ferry freuen. Harpers Ferry liegt am Zusammenfluss von Shenandoah und Potomac River. In dem kleinen Städtchen scheiterte 1859 einer der ersten Sklavenaufstände. Im Bürgerkrieg tobte hier eine schwere Schlacht. Um an diese bewegte Geschichte zu erinnern, ist Harpers Ferry heute ein Freilichtmuseum, ein National Historical Park. Und mittendrin erwartet die Appalachian Trail Conservancy ihre Besucher. Die Organisation, die den Trail in Schuss hält, ist Anlaufstation für alle Durchwanderer. Seid ihr Durchwanderer? Kommt ihr von Springer Mountain? Glückwunsch! Willkommen! Ruht euch aus und dann machen wir eure Bilder. Laurie, die die beiden empfängt, ist den Trail selber gelaufen und weiß, wie man sich fühlt, die Hälfte geschafft zu haben. Begeisterung darüber, zu Fuß so weit gelaufen zu sein, wie man es sich vorher kaum vorstellen konnte. One thing about hiking the trail
Den Trail zu wandern gibt dir das Gefühl, alles schaffen zu können, was du dir vorgenommen hast. Der Trail ist so ein gewaltiges Ziel und nur einer von vier, die starten, erreicht dieses Ziel. Also wenn du das Gefühl hast, diese unglaubliche Anstrengung leisten zu können und 6 Monate dabei bleibst, kannst du möglicherweise alles schaffen. Das stärkt und befreit. Beim Wandern denkt man so viel nach, dass sich einem ganz neue Wege eröffnen. Holly amüsiert sich über die Bilder der Mitwanderer, die schon vor ihnen in Harper's Ferry waren. There's Carly. Where's Jared? Dave. Nach 3 Monaten auf dem Trail kennt man die meisten, die im selben Jahr unterwegs sind. Auch Rainers und Padres Fotos findet sie im Buch. Eine verschworene Gemeinschaft, trotz unterschiedlichen Tempos. Die sind schon alle vor uns. Auch diese beiden, Kickett und Castaway, hatten ihren Fototermin schon einige Tage vor Calvin und Holly. Springer Mountain ist der Start, Harper's Ferry die Hälfte und Mount Katahdin das Ziel ihres Weges. Jetzt ist es offiziell. Ich hab's geschafft. Ich bin tatsächlich hierher gelaufen. The Appalachian Trail is the adventure of a lifetime. Der Appalachian Trail ist das Abenteuer eines Lebens. Und 6000 Freiwillige von Georgia bis nach Maine arbeiten an ihren freien Tagen daran mit, den Trail zu dem zu machen, was er ist. Und das bedeutet Knochenarbeit. Diese Freiwilligen der Blue and White Crew vom Potomac Appalachian Trail Club arbeiten daran, den Weg gegen Wasserschäden zu sichern. Alles mit Muskelkraft. Denn Benzinmotoren verbietet der Naturschutz auf den meisten Abschnitten des Trails. Wir machen einen Abflusskanal und diese Steine hier sind im Weg. Wenn das Regenwasser den Trail runterfließt, leitet der Stamm es vom Weg ab. Ohne diese Kanäle würde der Herbstregen den Pfad einfach wegspülen. Viele der Freiwilligen sind den Appalachian Trail selbst gewandert und investieren gerne ihre Freizeit. Ich bin 2000 durchgewandert. Seitdem helfe ich hier, um etwas zurückzugeben. Dieser Fels wird eine Stufe. Auch hier kommt nur Muskelkraft zum Einsatz. Das ist ein tolles Gefühl, ein Teil davon zu sein. Wahrscheinlich werde ich nie den ganzen Trail laufen, aber der Teil, den ich laufe, fühlt sich an, als ob er ein bisschen mir gehört. Schon in den 1930er Jahren, als der Trail angelegt wurde, waren es die Freiwilligen der Wanderclubs, die anpackten. In Harper's Ferry machen sich Calvin und Holly auf die zweite Hälfte ihrer Wanderung. Ich bin bereit für die nächsten Meilen. Hoffentlich schaffen wir es bis zum Ende, bis Katahdin. Ja, Harper's Ferry war ein großer Meilenstein. Tagesetappe von Harper's Ferry entfernt, treffen wir auf diese Gruppe von Wanderern im besten Alter. Mike mit dem Trailnamen Wolfman hat sich nach seiner Scheidung auf die Wanderschaft begeben. Über viele Dinge lässt sich hier draußen einfach besser nachdenken. Lee kommt aus Korea und Kermel mit dem weißen Bart nimmt sich eine Auszeit vom anstrengenden Leben als Kleinunternehmer. Die Gruppe lässt es heute Morgen ruhig angehen,
packt noch zusammen, während Calvin und Holly schon abmarschbereit sind. Die Männer genießen die Freiheit. Hiernach habe ich lange gesucht. Ich liebe jeden Tag hier. Endlich habe ich Frieden gefunden. Ich weiß nicht, wie man dieses Leben hier nicht genießen kann. Hier gibt es eine Freiheit, die man mit all den Ablenkungen zu Hause nie erreicht. Allein die Elektrizität hält dich ab. Der ganze Krach, Autos, Lastwagen und die Menschen. Einfach mal raus aus der Tretmühle. Das ist eine Tretmühle da draußen. Die Menschen kommen und gehen, du triffst sie auf der Straße und sie haben nichts in ihren Augen. Jeder, den du hier triffst, ist voll mit Leben. Es sind auch Gespräche wie diese, die den Trail so besonders machen. Calvin allerdings drängt zum Aufbruch. Er will heute noch mindestens 30 Kilometer schaffen. Schließlich liegen ja noch 1700 vor ihnen. Mittlerweile ist es Anfang Juli. Wir verlassen die Wanderer für 2,5 Monate, um 1400 Kilometer weiter nördlich im September in Neuengland wieder auf den Trail zu stoßen. Hier ist es jetzt auch am Tag oft schon empfindlich kalt. Vor allem dort, wo der Trail wie hier am Mount Washington über die Baumgrenze führt. Threw it down into the valley. Then I sat and thought of you. I wish somehow it was that easy to just let go of all the pain. In Neuengland wird der Trail noch einmal richtig mühsam. Am berüchtigten Mahusog Arm treffen wir Wolfman wieder. Er ist jetzt alleine unterwegs. Seine Freunde haben schon vor Wochen aufgegeben. Das geht bergauf, fast senkrecht. Auch an Wolfman nagen jetzt Zweifel, ob er sich diese Plackerei weiter antun will. Erstmal eine Pause mit frischem Quellwasser. Das ist schön kalt und Mutter Natur schenkt es uns. Besser als alles in der Stadt, außer Bier. Vielleicht schmeckt es doch so gut wie Bier. ...3100 Kilometer und 5 Monate auf dem Trail stecken ihm mittlerweile doch schwer in den Knochen. Auch fehlen ihm seine Freunde. Und so trifft er auf dem Weg zum Gipfel 300 Kilometer vor dem Ziel eine schwere Entscheidung. Sein Abenteuer auf dem Appalachian Trail soll hier zu Ende gehen. Ich bin fertig. Ich glaube, ich habe alles erlebt, was ich hier draußen erleben kann. Katahdin ist auch nur ein Berg. Ich bin schon auf höhere Berge geklettert. Aber es ist nicht leicht, etwas zu verlassen, das ich so liebe. Ich liebe es wirklich hier draußen. Das ist fantastisch. Sowas wie hier habe ich noch nie erlebt. Jetzt weiß ich, wie viel ich nicht brauche, um glücklich zu sein. I really, really, really have realized how much I don't need to be happy in this. Auch diesen Wanderer treffen wir nicht mehr auf dem Trail wieder, sondern beim Hundespaziergang. Vor 2 Monaten ist Calvin auf dem Trail gestürzt. Weil er wie viele Amerikaner keine Krankenversicherung hat, ist er zu spät zum Arzt gegangen.
Seine Wunde am Ellenbogen hatte sich so schwer entzündet, dass er abbrechen musste. Er und Holly sind von Florida nach Montpellier in Vermont gezogen. Holly hat schon einen neuen Job, deswegen treffen wir Calvin allein. Das ist der Ellenbogen. Der Schnitt ist geheilt. Er war auch nicht groß, aber sehr tief und ziemlich blutig. Er ist immer noch ziemlich geschwollen. Immer wenn man sich verletzt, ist das ein Schock. Und es ist unbefriedigend, so aufhören zu müssen. Es wäre einfach schön, wenn wir wenigstens noch auf Mount Katahdin klettern könnten. Vielleicht mit anderen, mit denen wir so viele Meilen gewandert sind. Um wenigstens dort abzuschließen, wo wir immer hin wollten. Auch wenn wir einen Teil verpasst haben. Calvin hat sich fest vorgenommen, mit Holly nach Maine zu fahren und den Mount Katahdin zu besteigen. In Maine färbt Ende September der Herbst die Blätter. Es ist Indian Summer. Kikit und Castaway sind noch auf dem Trail. Inzwischen sind sie sozusagen auf der Zielgeraden. Unsere letzten großen Berge vor Katahdin. Sie haben nur noch 220 Kilometer vor sich. Für Mev, die den Trailnamen Kikit hat, bedeutet die Strecke in Maine auch, die Heimat ihres Freundes kennenzulernen. Sam, alias Castaway, ist in Maine aufgewachsen. Für ihn ist die Elchkur am Seeufer nichts Besonderes. In Maine gibt es so viele Elche, dass der Bundesstaat den Elch zum Staatstier erklärt hat. Kikit und Castaway sehen das näherrückende Ende ihrer Wanderung mit gemischten Gefühlen. Allmählich muss ich wohl akzeptieren, dass unser Abenteuer bald zu Ende geht. Als wir die Hälfte hinter uns hatten, dachten wir schon, das Ziel ist nah. Aber da hatten wir noch 1700 Kilometer vor uns. Als wir dann Neuengland erreicht hatten, dachten wir, nun ist das Ziel nah. Da waren es aber immer noch 800 Kilometer zu laufen. Je weiter man kommt, umso schwerer wird es aufzugeben. Jetzt haben wir richtig Druck, es zu schaffen. Auch der schönste Zeltplatz wird morgens schnell ungemütlich, wenn es friert. Es ist so kalt. Im Sommer war es wärmer, da haben wir nachts geschwitzt. Jetzt ist es kalt. Das mag ich nicht. Gegen die Kälte hilft nur eins: schnell zusammenpacken und aufbrechen. Beim Wandern mit Rucksack wird einem warm, auch wenn es noch so kalt ist. Heute erreichen die beiden einen besonderen Markierungspunkt. Vom Start bis hierher haben sie jetzt 3200 Kilometer zurückgelegt. 2000 Meilen etwa die Strecke von Hamburg nach Kairo. Jetzt bleiben nur noch 200 Kilometer. Ich fände es besser, wir hätten noch viel mehr vor uns. Es ist das Ende eines großen Erlebnisses in unserem Leben. Etwas, woran wir uns immer erinnern werden. Aber trotz aller Ehrfurcht vor der 2000-Meilen-Marke, das Ziel Mount Katahdin ist immer noch etliche Tagesmärsche und Hindernisse entfernt. Eines davon ist der Kennebec River. Der Appalachian Trail führt geradewegs über den breiten Fluss.